ist soweit. Tivolos schlüpfen die Daumen überall. Ja, sie finden's raus auf jeden Fall. Die Wahrheit liegt in dir. Die Wahrheit liegt in dir. Die Wahrheit liegt in dir. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Who Knows im neuen Jahr 2019. Wir haben den 9.01. und dies ist die erste Folge der zweiten Staffel von der Team Who Knows Sendung. Heute mit am Start sind Chris. Hi. Der Chris, der Dimitri. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Dimi, der Luca. Guten Abend zusammen. Und heute als Special Guest sozusagen ist der Falco. Grüß dich, Falco. Moin, moin. Moin, moin. Ja, Jungs, Mädels, seid ihr fit im neuen Jahr? Gut gerutscht? Alles gut? Nach dem Monster Stream mit Raid Emergency letztens? Ja, klar, auf jeden Fall. Super, 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 super. Falco, wie geht's dir? Hast du uns neue Gaben mitgebracht, sozusagen, seit neuem Jahr? Es läuft alles besser denn je. So, also ich sage ja gerne Future Proof the Past, was ich letztes Jahr noch sagte, wird dieses Jahr schon irgendwann wahr. Ich kann zwar nicht sagen, wann, aber dass es kommt, das ist absehbar. Oh, wer klingelt denn hier? Das ist super. Genau, ja. Genau jetzt, weißt du, liegt an der Tür, oder was? Ja, redet mal kurz mal, ich muss kurz abfinden. Falco wird live geswattet, live im Livestream. Haben wir eine Webcam zu Falco? Im Moment nicht. Ach, oh, schade. Hinlegen, Hände an die Wand und Füße in die Höhe. Ist eiskalt. Also, sorry. War wahrscheinlich der Pizza-Service, oder? Nee, Kumpel, oh, ihr könnt mal rumkommen. Nee. Tschüss. Okay, passt. Ich bin gerade auf Sendung. Passt. Gut, Jungs, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir werden versuchen, oder mein Plan ist, dass wir haben ja schon versucht, ansatzweise das gemeinsam mit Raid Emergency in der Sendung durchzusprechen. Meine Idee für die heutige Sendung ist, dass wir mal versuchen, das Weltbild von Luca, von Falco, von Timmy, Chris und mir irgendwie, sag ich mal, auf einen Punkt zu bringen. Dass wir schauen, okay, Falco, du bist da, sage ich einmal, das sehr in diesen X22 YouTube-Kanälen plus QAnon und in diesen Wegen unterwegs. Und ich möchte mal versuchen, das Ganze wirklich systematisch runterzubrechen, um die Spreu vom Weizen zu trennen, sozusagen. Und die Frage ist halt, wo man beginnen. Lass uns einfach mal quer irgendwo einsteigen, weil wir es... Lass uns erstmal bei einem Beispiel anfangen. Ein ganz wichtiges Beispiel wäre dieser Spiegeljournalist, der gerade entlassen wurde. Die meisten werden jetzt an dieser Meldung herausdeuten, dass das System noch zwar irgendwie kaputt ist, aber trotzdem noch funktioniert. Ich deute das aber eher, dass dieser Journalist absichtlich entlassen wurde, um den Leuten beizubringen, dass sowas wie gelogen wird, wegen dem, was als nächstes kommt, und um den Leuten zu symbolisieren, dass das System noch irgendwie funktioniert. Dieser Edward Snowden-Effekt. Denn Snowden hatte damals genau dasselbe gemacht. Die meisten glauben ja, Snowden wäre ein Guter. Was? Snowden, die CIA darf ja auf amerikanischem Boden nicht agieren. Deswegen bildet die CIA FBI-Agenten aus, NSA-Agenten, und hat eine eigene Kirche namens Scientology gegründet, um auf amerikanischem Boden agieren zu können. Das ist halt eine Meldung und zwei Deutungen. Und das haben wir halt letztes Jahr komplett gehabt. Deswegen kamen halt auch viele unterschiedliche Meinungen zustande. Ich habe aber festgestellt, dass die meisten in der alternativen Szene versuchen, aus 10 Lügen aus dem Mainstream die Wahrheit herauszufiltern. Das geht nie. Weißt du? Der Mainstream lügt. Jedes Wort von dort ist gelogen. Speziell letztes Jahr. Vor alles gelogen. Das sind nur Narrative, die sie weitererzählt haben. Aber das heißt ja nicht, dass. Gerade zu dem Spiegelreporter oder diese Story da, wir haben da unlängst auch länger drüber gesprochen. So allein mein Bauchgefühl, mich hat sehr verwundert, wie der Spiegel da plötzlich, sag ich mal, heroisch die eigenen Leute plötzlich entlarvt und so riesig schreibt von wegen, ja, wir sind für die Wahrheit und wir gehen gegen Journalisten vor, die quasi Falsches berichten und so weiter. Also für mich hat das auch eher so einen Anschein gehabt, so sie schlachten quasi ein Bauernopfer sozusagen, um ihren eigenen Status besser dastehen zu lassen. Ne? Richtig. Und vor allen Dingen, wenn jetzt alle Meldungen, die danach kommen, in einem oder zwei Monaten werden dann alle sagen, oh, das ist doch bestimmt auch wieder gelogen. Da baust du die Option auf,
dass du quasi, obwohl es wahr ist, das als Fake verkaufen kannst. Plus, du symbolisierst dem Volk noch, irgendwie funktioniert das System, hat vor Marken, hat, ja, aber irgendwie funktioniert es noch. Nee, der Deep State hat das direkt so gemacht, damit du das denkst. Und das ist ja, ja das Schlimme. Hier laufen ja so viele, die haben ja Massenkontrolle in Perfektion analysiert. Und das muss man verstehen. Aber fang erst mal an irgendwie. Also was glaubst du jetzt zum Beispiel, Falco, das war das eigentlich der erste Bauklotzen, der eigentlich jetzt sozusagen gefallen ist, jetzt auch in den Pressenagenturen von Deutschland? Also das war jetzt der erste Stein. Ja, genau. Also in den USA war es so. In den USA kamen plötzlich Artikel über Sexinseln raus mit 16-jährigen Jungs, die erzählen, es ist doch nicht ganz so schlimm. Es ist nicht so schlimm auf so einer Sexinsel. Ich fand es wunderschön, weil sie wissen, dass bald die Epstein-Insel kommt. Und dann sollen alle auch sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Also eigentlich, wenn man es sozusagen, da tue ich den für harmlosen. Die versuchen vorher schon das Narrativ zu bestimmen. Hm. Das ist es ja. Die wollen ein neues Narrativ aufbauen, gerade eben auf deutschem Boden. Ich erkläre mal kurz. Stellt euch mal vor, seit der Soko Chemnitz im letzten Jahr, seit den Hetzjagden, hätte ein deutscher Geheimdienst auf deutschem Boden alles mitgeschnitten. Man verkauft es jetzt als ein kleiner Hacker. Nee, ich glaube nicht mal, dass es den Hacker überhaupt gibt. Ne? Entscheidend ist, jetzt sind alle Informationen, die seit letztes Jahr Sommer bis jetzt gesammelt wurden, plötzlich fast öffentlich. Was wird denn da drinne sein? Alle Politiker und alle Stars und Sternchen, die quasi Deep State sind und mitgearbeitet haben. Und wer hat denn jetzt gestern oder vorgestern seinen Twitter-Account sofort gelöscht? Der Chef der Grünen. Ich mache jetzt meine These. Er hat die Hetzjagden mit der Antifa über Twitter organisiert. Er hat die Wahlfälschung in München und in Frankfurt, denn überall dort, wo viele Illegale waren, wo die Antifa war und wo die Linken hohe und die Grünen große Gewinne hatten, haben alle drei mit 17 verschiedenen Namen natürlich ein Interesse daran, dass es dort weitergeht. Wenn man dort guckt, wo dann die Wahlspenden, ne, speziell in Frankfurt, ziemlich hoch an die Grünen waren, kann man 1:1 zusammenrechnen, dass dort, wo viele Illegale sind, wo die Linksgrünen viele Gewinne hatten und wo die Antifa aktiv war, dass die Idioten das wirklich über Twitter organisiert haben. Geht man davon aus, die sind so strunzdumm. Beim Glas Wein zu Hause, ein bisschen Revolution über Twitter. Die sind so dumm. Das ist jetzt zwar erstmal noch schwer zu beweisen, aber wartet mal ab. In der USA haben sie es genau, die haben es in der USA genauso gemacht. Natürlich ist es einfach ein Sprachrohr, Falco. Ich denke auch, dass da aber auch noch mehr kommuniziert wird, weil wenn du überlegst, jetzt zum Beispiel jetzt, das schweift mir jetzt gerade extrem vom einen zum anderen, aber Iran hat jetzt auch oder möchte demnächst auch Instagram aus dem Verkehr ziehen, weil einfach eben die Gefahr laut ihnen besteht, dass man darüber kommuniziert. Also ich denke schon auch, dass man Twitter nicht nur für seine Profile und Texten zu und Artikel retweetet, ihre Codes. Sondern genau. Ja, die haben ihre Codes darüber. Und die Codes standen ja plötzlich in diesen Podesta-E-Mails drin. Das ist es ja gerade. Die haben ja alles so aufgebaut, dass es vor euren Augen abläuft, aber ihr es trotzdem nicht seht. Deswegen kommt doch auch die zwei verschiedenen Bilder. Wenn ich sage, alles, was ihr kennt, ist gelogen, es ist pure Science Fiction, dann heißt das für die CIA 100% Disinformation. Das müssen ja die Leute erstmal verstehen. Ihr wurdet seit 75 Jahren belogen. Man hat jetzt das Lügen zu einer Wissenschaft gemacht und hat es Mandela-Effekt genannt. Das ist die nächste Bullshit-Lüge aus dem Deep State, neben der Flat Earth. Na? Man hat das Lügen jetzt zu einer Wissenschaft gemacht und die Mandela-Effekt genannt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn irgendwann es heißen wird, dass die Grenzöffnung nie passiert ist in deutschen Böden, dann würde man auch sagen Mandela-Effekt. Man kann jetzt im Internet alle Fakten umschreiben und die es noch wissen, folgt man auch Mandela-Effekt. Es ist doch so plump. Na was? Weißt du? Ich habe auch gesehen, weil das Ding ist ja, wo dieser Hackerangriff, weil wir jetzt gerade noch bei diesem Thema sind, der Seehofer hat ja auch gesagt, er möchte jetzt auch das IT-Sicherheitsgesetz ja durch diesen großen Hackerangriff ja auch ändern oder verschärfen. Ne? Was ist denn da der letzte Stand eigentlich? Ich meine, die Deutschen, da sind einige Leute gehackt worden und sind eigentlich ein paar Daten flöten gegangen. Weiß man da schon mehr? Was ist denn? Alle Politiker außer die AfD. Es sind alle Politiker außer die AfD. Plus alle Stars und Sternchen, die in dieser Deep State-Fraktion, also die Ein-Block-Partei nennen wir sie hier im Osten, oder die Einheitspartei. Die nennen sich zwar untereinander CDU, SPD, Linke, Grüne, halt alle, die den Kampf gegen rechts unterstützen.
Das ist ja alles eine Blockpartei. Aber ist das sicher, dass die AfD nicht davon betroffen ist? Das hört sich so einfach an. Ja, haben sie schon. Das haben sie schon gesagt, weil die AfD war ja quasi zu der Zeit noch nicht mal großartig im Einsatz. Das haben sie ja über die Meldung gesagt. Alle außer die AfD sind betroffen. Ja, wenn man aber weiß. Ältere Daten auch sind. Sind da schon Daten geleakt worden oder weiß man, von wem das war? Oder wer ist dafür? Bisher nur Unwichtige. Aber es geht ja darum, wer reagiert jetzt und schaltet es dann ab. Ne? Wer hat vorher am lautesten geschrien und hat jetzt am meisten zu verlieren? Naja, also ich bin da einer etwas anderen Meinung. Also aktueller Stand ist, dass ein 20-Jähriger festgenommen wurde und er hat angeblich ein Geständnis vor der Polizei abgelegt, dass er das tatsächlich war. Was hat er denn genau gemacht? Genauso wie der Franco Alemannia. Kennst du den Franco Alemannia noch, der damals die Revolution in der Bundeswehr anzetteln wollte? Nee. Franco Alemannia ist ein Stützpunkt der deutsch-französischen Armee. Die Person gab es niemals. Franco A. haben sie ihn genannt. Der hier von der Bundeswehr. Deswegen haben sie alle Bundeswehrspinde durchsucht, weil sie Angst hatten von der Bundeswehr. Ja. Franco Alemannia hieß der Stützpunkt der deutsch-französischen Armee. Die Person gab es niemals. Gehen wir mal davon aus, den Hacker gibt es auch nie wirklich. Das ist das deutsche D-Class. Ja, was ist denn für dich der Hacker? Es gab irgendeinen Typen, der Dokumente geleakt hat. Das ist Herr Maaßen, seine Leute im Hintergrund. Gehen wir davon aus, dass Maaßen, Gauland und Seehofer einen Roll Flächen in der Hose haben. Die sind extra abgetreten und verhalten sich jetzt im Hintergrund, damit sie mit dem, was jetzt aktuell passiert, offiziell nichts zu tun haben. Inoffiziell haben sie aber hintenrum alles angeleiert. Ja, aber wieso glaubst du, dass... Es ging darum, die Gegenseite wird niemals die Wahrheit sagen. Du musst sie dazu bringen, so abstrus zu lügen und sie dabei aufnehmen bei ihren Verbrechen. Du nutzt die Presse dafür, zum Beispiel sagst du AfD-Wahlspenden aus der Schweiz. Die Presse klärt dann das gesamte Volk drüber auf, wie schlimm dieser Wahlbetrug ist, diese Wahlspenden bei der AfD. 2 Wochen später kommt der Rebash. Ne? Es gibt Angriff und Gegenangriff. Dann kommen nämlich plötzlich die grünen Finanzdinger raus, die CDU-Spenden, die SPD-Spenden. Du musst aber erstmal die Presse dafür nutzen, damit sie das Volk aufklärt. Hättest du erst über SPD-Spenden oder CDU-Spenden, hätte die Presse ja nicht mitgemacht. So schickst du die AfD quasi vor, opferst du quasi kurz für eine schlechte Schlagzeile, kannst aber dann ein neues Narrativ aufbauen. Darum geht es da jetzt. Ja, aber lass uns das mal Step by Step machen, Timmy. Was sind denn da für Daten jetzt so genau gehackt worden oder was ist denn da die Story dahinter? Also die Story dahinter ist, dass über einen Twitter-Account vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember jeden Tag, also quasi im Adventskalender-Style, Daten von verschiedenen Prominenten veröffentlicht wurden. Unter anderem zum Beispiel von Liv Floyd, von irgendwelchen Künstlern, von irgendwelchen YouTube-Leuten und auch von Politikern. Da wurden persönliche Daten veröffentlicht, wie zum Beispiel die privaten Adressen, die Telefonnummern, die Handynummern, aber auch irgendwelche Dokumente, Bilder von Personalausweisen und irgendwelche anderen Daten. Wo hat der das und, her? Oder weiß man das, wie er zu denen überhaupt gekommen ist? Also aktueller Stand ist, dass man nicht weiß, wie er an die Daten kam. Also in der Regel sammelt man solche Daten einfach zusammen. Man hackt irgendwelche Accounts über Jahre hinweg und sammelt diese Daten sich zusammen, um die dann irgendwann zu verwenden. Machen dann irgendwelche, ja... Ich sag mal so in Anführungsstrichen, möchte gern Hacker, Script-Keys und so weiter und so fort. Ihr könnt aber auch davon ausgehen, dass man sich irgendeinen möchte gern Hacker genommen hat, gesagt, hier, du kriegst einen Freispruch, wenn du jetzt in dieser Story mitspielst. Die Leute wurden nie gehackt, sondern haben bloß aus Amerika die NSA-Daten bekommen und haben sie so in einem neuen Narrativ auf den Markt gehauen, um alles, was davor gelogen wurde, nochmal neu. Das gehe ich nämlich eher davon aus. Ja, aber wieso gehst du davon aus, dass es irgendwas mit dem Deep State zu tun hat? Solche Fälle passieren fast jeden Tag im normalen Netz. Nur es ist jetzt tatsächlich an die Öffentlichkeit gekommen, weil populäre Leute gehackt wurden. Die Daten von populären Leuten veröffentlicht wurden. Aber dass irgendwelche Rechner gehackt werden von irgendwelchen YouTubern und die Daten dann sich im Netz wiederfinden, dass es gang und gäbe, das passiert jeden Tag. Gott sei Dank, mir noch. Das hat ja auch die ersten Wochen keinen interessiert, die Daten. Also ist ja erst, nachdem, glaube ich, Unge seinen
Account gehackt wurde und mit dem die verbreitet wurden, dann sind ja erst die Leute draufgesprungen. Vom Unge oder was? Ja. Ihr vergesst die Soko Chemnitz. Ihr vergesst die Soko Chemnitz. Als eine gesamte Stadt abgehört wurde, ihre Daten öffentlich gestellt wurden und jeder Politiker aufgeschrien hat. Nee, haben sie nicht. Nee, aber den Connect dahin zu bringen. Nee, hör mal zu, Tom. Tom, jetzt aktuell schreien alle Politiker auf, die bei der Soko Chemnitz das voll komplett abgehört haben, haben sie nicht aufgeschrien. Die Leute, die gesagt haben, stellt die Daten öffentlich von diesen Chemnitzern, egal ob betroffen oder nicht, wollen gleichzeitig auch, dass die Antifa-Daten aus Hamburg nicht. Es geht jetzt darum, das scharf aufzuwägen. Das ist wichtig. Ihr müsst ihm zeigen, hier machen sie es nicht, hier machen sie es. Ihr müsst immer zwei Narrative. Damit sie dann sagen, ihr habt das nie. Warum macht das hier so und hier so? Alles, was gerade passiert, müsst ihr in dieses Geheimdienstspiel mit einplanen. Das haben die in der USA genauso gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass dasselbe Schema hier auch. Es passte perfekt. Das ist genauso wie in Nordkorea. Nordkorea war der Test für Middle East. Der Saudi-Putsch war der Test für die USA. Oder du musst alles erstmal testen und wenn es perfekt funktioniert, spielst du es aus. Das ist jetzt erstmal Stand heute schwer zu beweisen, aber das ist ja das Prinzip für ein Future Proof the Past. Ja, wenn ich das jetzt so erkläre, müsst ihr noch eine Weile warten, weil es gibt immer ein Delay. Na, Nordkorea war im Februar durch letzten Jahres. Am 16.07. wurde es aber erst veröffentlicht. Das ist wichtig zu verstehen, weil erst agieren die Geheimdienste, dann wird der Deal gemacht und wenn der Deal durch ist, wird das Produkt erst verkauft. Dann lässt man es kurz hochkochen. I have a button, nee, mein Button ist größer als dein Button. Nee, Atomkrieg, mein Button leuchtet im Dunkeln und ich habe drei Frauen, die tragen meinen Button, wie es damals bei Nordkorea war, aber das war längst schon alles durch. Der Friedensvertrag war schon längst unterschrieben. Das muss man verstehen. Das eine ist für ein Deep State, wie ein Herr Bolton, der jetzt immer noch von Atomkrieg schreit, damit der Deep State sich freut, dass noch jemand nach Atomkrieg schreit. Genauso wie der deutsche Türke, der jetzt im Geheimdienst, im Verfassungsschutz mit drin ist. Damit sich SPD, CDU zurücklehnen und sagen, yes, wir haben unseren entscheidenden Mann da drin. Aber der ist da gar nicht entscheidend. Du musst chinesische Kriegstechnik mit einführen, russische KGB-Tricks, plus die ganzen Geheimdienst-Tricks der Amis und der Briten mit rein. Ich kann von niemandem verlangen, dass er das alles gelesen hat. Habe ich aber. Also ich habe es nicht selbst gelesen, ich habe es mir von Leuten erklären lassen und vorlesen lassen. Aber das ist das gesamte Wissen, auch speziell dieses chinesische, na, dieses die Art of War. Wenn du schwach bist, siehst stark aus. Ja, aber wenn du auf der Flucht bist, musst du. Wir driften ein bisschen zu sehr ab. Ich meine, das eine sind einfach gehackte. Nee, das ist wichtig bei allen, weil es sind überall gerade Geheimdienstoperationen am Laufen. Schon, aber du musst. Man muss das verstanden haben, sonst versteht man hier bei dem Ganzen, was ich erzähle. Deswegen gibt es doch diese Unterschiede zwischen dem, was ich erzähle und zwischen dem, was alle anderen erzählen. Aber Falko, du bis jetzt, was da gehackt worden ist und was geleakt worden ist von diesen ganzen Accounts, was die mir erzählt hat, da ist bis dato noch nichts dabei, was irgendwie geleakt worden ist, was irgendwie eine Art Deep State oder sonstiges gibt. Das sind alles nur Mutmaßungen. Noch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Politiker aufschreien, Skandal, meine Daten sind öffentlich. Warum haben sie denn bei Chemnitz, Soko Chemnitz nicht aufgeschrien? Skandal, die Daten der Bürger sind öffentlich. Das ist das, was jetzt vermittelt wird. Es werden garantiert noch mehr Daten vom Hacker dann später veröffentlicht. Oder irgendwas anderes wird noch kommen. Ihr müsst das Step by Step, die Leute müssen doch aufgeweckt werden. Sie müssen doch verstehen, dass das System kaputt ist. Natürlich, das stimmt. Schau, ich will das ja nicht absprechen, aber du kannst, wenn wir vom Ist-Stand ausgehen, von dem, was wir jetzt da wissen, muss man über das reden, okay, das ist das, was wir wissen, und das andere ist das, was wir glauben. Und wenn du sagst, okay, du glaubst halt, dass das jetzt in Richtung Hardcore, Deep State und so weiter geht, okay, aber dann sage ich einmal, ist das noch eine These sozusagen, aber es liegt noch nicht, sage ich einmal, faktisch auf der Hand, weil wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was ist Fakt und was ist das, was wir halt... In Zukunft wird's natürlich, keine Frage, keine Frage. Das ist ja das, worüber sich die Leute bei mir durchdrehen, weil ich sage ja immer, die Zukunft wird es beweisen. Meistens habe ich letztes Jahr, egal in welcher Sendung ich außerhalb aufgetreten bin, ist dann innerhalb von 2 oder 3 Wochen genau das passiert, was ich gesagt habe. Ich kann da ja nicht, es ist schwer, eine Quelle anzugeben bei Dingen, die erst in der Zukunft passieren, das weiß ich selber. Aber ich kann den Leuten erklären, wie ich dorthin komme zu dieser Analyse. Ich mache ja Big Data. Na, habe ich 1000 Ergebnisse zu einem Dings, da kann ich ungefähr die Richtung rausdeuten. Habe ich eine Meldung zu ihm, ist es schwer. Das ist dieses Prinzip von Big Data. Ne? Ich weiß nie, ob etwas stimmt oder ob es nicht stimmt. Ob der Text da drin gelogen ist oder nicht. Aber ich kann anhand von 20 Meldungen zu einer Stadt, zum Beispiel Irak, 20 Meldungen, und ich sehe, jede Meldung wird schlimmer, da weiß ich, aha, es geht in die Richtung. Das ist Big Data.
Ne? Ganz ja, wir sammeln das alles zusammen, oder? Also ich schicke ja auch dir manchmal Sachen jetzt von links. Genau das. Und ich will halt dieses Gesamtüberblick. Ich habe ja mittlerweile eine Crew von fast 1500 Leuten, die alle dasselbe machen wie ich. Den ganzen Tag recherchieren und planen und teilen. Und also ich habe das System so aufgebaut, dass ich in jeder deutschen Stadt mindestens 2-3 Leute habe, aus allen politischen Richtungen und vor allen Dingen auch zwischen 18 und 85 Jahren, die alle gewillt sind, die also Themen zu recherchieren. Ich denke auch, Falco, dass was wir einfach jetzt sehen, jetzt, ich will es gar nicht jetzt so extrem jetzt pauschalisieren auf Deep State und nicht Deep State, sondern das ist ein Machtkampf momentan im Gange. Richtig. Und alleine schon jetzt, dass der italienische jetzt in Polen war. Ne? Genau, Salini. Und er sagt jetzt sozusagen, jetzt werden wir ein Bündnis weiter auch mit Polen starten, mit der Rechtspartei. Ich nenne es mal jetzt einfach rechts, ne? Aber das ist gar nicht mehr richtig so zu sagen, was noch rechts und was noch links ist, ne? Und jetzt hat er. Dass der Salvini jetzt die Gelbwesten unterstützt. Genau, das ist auch ein großes Ding. Also ich denke einfach, da ist ein riesiges Polarisieren von beiden Seiten aus und da geht es um noch viel mehr, dass wir uns das einfach herausfinden können. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, nicht daran, dass du ein 20-Jährigen jetzt einfach mal schnell kurz, dass ich da durchgeboxt habe, diesem Internet und einfach mal die Daten durch die Sicherheitslücke jetzt von mir, sondern da geht es um ganz was anderes, vor allem auch die kommende Europawahl. Ne? Oh, die werden spannend. Ja, aber auch halt zum Beispiel den Bürgern zu zeigen, dass es ja ein zweierlei Maß gibt, bei der Politik und bei der Presse. Das ist wichtig, dass das Volk versteht, die Presse und die Politik lügt. Speziell im Westen, speziell in den Gebieten, wo noch zum Beispiel Stockbus Ambach die Hetzjagden, dort sind wirklich Menschen gehetzt worden. Im Gegenzug bei Chemnitz laufen drei über die Straße schneller. Das erkennst du nicht. Und es ist wichtig, dass die Leute jetzt innerhalb von kurzer Zeit, deswegen habe ich auch letztes Jahr immer so viele Witze gemacht, deswegen fand ich es auch gut, wenn Leute über mich gelacht haben. Gute Witze vergisst man nicht. Die gehen ins Unterbewusstsein. Falco, dich mit deinem Dialekt vergisst man sowieso nicht. Du bist sowieso eine Type an sich. Ja, aber das bleibt dann so lange im Unterbewusstsein, bis der Rebash kommt, bis die Meldung danach kommt. Das dauert manchmal 1-2 Monate. Aber bis dahin sollen die Leute, deswegen stellt sich der Trump immer als Spinner dar, damit die immer über ihn lachen. Damit sie es so lange nicht vergessen, bis dann der Trump den Rebash macht. Jungs, lass uns einmal versuchen, da irgendwie ein bisschen den roten Faden, den es ja eh nicht gibt, zu finden. Also zu den... Ich würde sagen, wir müssten eigentlich mal bei der Türkei anfangen, damals. Als in der Türkei plötzlich Erdogan 10.000 Leute verhaftet hat, haben die Leute festgestellt, die verstehen es nie. Trump hat damals, hat man gesagt, scheiße, wir können jetzt nicht einfach hier 6.000 Leute verhaften, die Leute würden es genauso aber, nicht aber verstehen. Slow down. Glaubst du, Frage an die Runde, war das ein Putsch oder war es eine Selbstinszenierung, Falco? Ich gehe davon aus, die Adenauer Stiftung hat versucht, dort zu putschen, weil Erdogan den Bosporus nicht schließen wollte für russische Kriegsschiffe. Dann hätte Putin sich freischießen müssen, hätte die zweitwichtigste Moschee des Islams zerstört. Aber Erdogan hat sich geweigert zu schließen und plötzlich kam der Putsch. Putin soll ihm angeblich vorher Bescheid gesagt haben und hat das gleich ausgenutzt, weil Putin überwacht die Deutschen. Ja, und dann hat er das gecheckt, dass die Deutschen dort anleiern. Look. Und da hat er quasi Erdogan auf seine Seite gezogen. Erdogan hat seitdem alles gemacht, was Putin von ihm verlangt hat. Und hat dafür am Ende als Sultan von Middle East, weil du konntest ja nicht den Saudis, den Iranern oder den Israelis geben. Und Erdogan macht höchstens noch 5 Jahre, als ist das in... Lass uns aber kurz... Von daher muss man nachdenken. Falco, lass uns einen Abgleich machen, weil sonst du rennst zu schnell nach vorne. Lass uns mitkommen. Luca, wie schaut's bei dir aus? Putsch oder nicht Putsch? Oder inszeniert oder nicht? Oder was meint ihr? Hat irgendwer noch ein Statement dazu? Also ich persönlich glaube, und es ist nur eine persönliche Meinung, ist, dass jetzt es war ein Putsch, aber es war ein zugelassener Putsch. Also ich glaube, Erdogan wusste Bescheid, dass ein bevorstehender Putsch in der nächsten Zeit kommen wird. Und deshalb hat er so schnell auch die Möglichkeit gekriegt, sich in die Höhe zu begehen mit dem Flugzeug. Und ich denke, das wurde ihn einfach daraus ausgenutzt, um daraus einen Gegenschlag sozusagen zu machen. Es also, hat ihm voll ich glaube, war schon etwas im Gang. Ne? Ich denke auch, dass es ein Putsch war, weil was interessant zu beobachten war, diese Hubschrauber sind ja von einer Basis in der Türkei, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, alle gestartet, die unter deutschem Kommando waren. Und daraufhin hat er in derselben Nacht, ich habe ja damals mit dem Michael vom Kulturstudio einen Livestream gehabt, Billy Six ist dann auch noch dazu kommen. Credits an Billy Six übrigens, der noch immer in Venezuela in Haft sitzt.
Den werden wir nie wiedersehen, ne? Venezuela's Deep State. Sag niemals nie. Also die Gedanken gehen an den Billy, dass ihm gut geht und dass er da so schnell wie möglich irgendwie rauskommt oder dass ihm halt gut geht. Credits an Billy. Und die haben ja die Luftangriffe von dieser Militärbasis sind es geflogen und in derselben Nacht hat der Erdogan mit der ganzen Polizei, nämlich nicht mehr Militär, hat diese Militärbasis umstellen lassen und hat ja dann auch nicht, ein, zwei Wochen später wollten die Deutschen mit einer Delegation auf diese Basis, ja, sag ich mal, einen lokalen Truppenbesuch, das haben sie dann ausgeschlagen und da gab es ein riesiges Verhör, auch der Herr Kurz und die Deutschen haben da komplett gesagt, ja, oh mein Gott, und der böse Türke, wie kann er nur? Nur ich denke auch, dass das irgendwie von Seiten Deutschland her, wer auch immer, welche Strömungen in Deutschland, es war... Adenauer-Stiftung. Wenn es die Adenauer war, ist ganz egal, aber es war auf jeden Fall irgendwas. Deutschland ist da voll mittendrin gewesen in diesem versuchten Putsch, das natürlich der Erdogan perfekt ausgenutzt hat. Der hat einmal komplett sich, ja, die Macht stabilisiert, ne? Aber das Timing ist halt wichtig. Das Timing war gerade, als der türkische-russische Streit richtig hochblockte. Und als man Erdogan gezwungen hat, NATO-seits den Bosporus zu schließen, sodass der Russe quasi mit der Krim im Schwarzen Meer gefangen ist und die hätte nie mehr raus. Und das war halt, als Erdogan Nein gesagt hat, dann kam plötzlich der Putsch. Das ist wichtig zu verstehen. Was ich total interessiert. Ja, da war auch der Ding, danach, da wurde auch danach dieser eine Typ da, ich weiß nicht, ob das der Journalist. Nein, wurde erschossen, doch da war doch eine Rede und dann. Ach, der Botschafter, genau. Ja, der türkische Botschafter in Russland, na, wie war's? Oder der russische? Der russische, nein, in Türkei, das war in Türkei. Der russische Botschafter da, in der Türkei, so herum. Genau, wurde erschossen. Hat man auch nie mehr was gehört, oder? Genau. Hat man nie mehr was gehört. Mhm. Richtig, aber das genau wie das russische Flugzeug, was abgeschossen wurde. Ja, da hatte der Erdogan nichts damit zu tun, das war der türkische Deep State. Ja, in Türkei, ja, ne, man dürfen auch nicht vergessen, Falco, in Türkei, das Wort Deep State ist dort gang und gäbe. Also bei uns hier wird dann natürlich geredet, oh, das gibt es doch nicht und bla bla bla. Aber Türkei ist so ein Begriff, weil es schon immer Umstürze gab und das seit Jahrzehnten. Da kommt das der Begriff her aus der Türkei ursprünglich. Echt? Geh mal davon aus, dass es in jedem Land einen Deep State gibt. Geh mal davon aus. Auch in Nordkorea, genauso in Venezuela und so weiter und so fort. Die haben das überall aufgebaut. Das ist ja das Schlimme. Deswegen mussten Trump und Putin das ja auch jetzt überall clearen. Na, das ist ja bloß mal jetzt Frankreich dran, England und Deutschland. Ich finde es voll interessant, weil du sagst clearen. Ich finde die Entwicklungen so zu dem im syrischen Bereich total interessant zu beobachten. So aus meiner Warte, ja. Am Anfang versuchen so Obama und Co. versuchen, den Assad zu stürzen. Russland hat die Hand drüber, ist ein Monster-Fail. Die Amis pushen die Kurden, dass sie da auch noch einmal gescheit Gas geben. Jetzt kommt der Putin macht quasi Frieden, die Amis ziehen sich plötzlich zurück. Der Türke will natürlich die Kurden, die da an der Grenze, sag ich mal, aufmagaziniert wurden, jetzt noch vernichten. Und der Amerikaner sagt aber jetzt, also zumindest ist das die letzte Meldung, die ich mitbekommen habe, dass die Kurden in Ruhe gelassen werden sollen von Erdogan. Also diese, ich finde es total interessant, weil in den letzten 3-4 Jahren sozusagen sich die... die Geschichten sich so weiter gedreht haben irgendwie, ja. Das war vorher irgendwie alles nicht möglich. Jetzt plötzlich ist der Russe drin, China ist extrem drinnen, Amerika zieht sich zurück, will sich auch aus Afghanistan zurückziehen und diese Entwicklungen sind total faszinierend zu beobachten. Na, der Amerikaner ist so gesehen pleite seit dem 17.05.2017, als Puerto Rico pleite ging. Seitdem bezahlen die europäischen Staaten, die Saudis, die Südkoreaner und die Japaner die Amis weiterhin, nur damit sie diesen Krieg am 13.04. noch hätten geführt. Somit konnte Trump jederzeit sagen, ich mache jetzt pleite, ich mache jetzt Shutdown, dann machen wir gar nichts mehr. Er konnte die erpressen, dass die ganzen Staaten ihn weiter bezahlen, bis zu einem bestimmten Punkt. Es ist so ein geniales taktisches Schachspiel, was hier abgelaufen ist, das ist der Hammer. Deswegen ist es auch schwer für, aber weil du gerade sagst, wie sich die Entwicklung zu Syrien, ich sagte ja, am 11.11. war in Syrien schon alles klar. Jetzt gerade eben sieht man, wie die Truppen dort abziehen und alles drum und dran. Ne? Aber am 11.11. ging der Daumen vom Russen hoch, als Putin und Trump grinsten, während kein anderer das Grinsen hatte. Das war ja wichtig. Danach fing ja diese Clearance Operation in Paris an. Ich habe 2 Wochen, bevor das losging, beim Force Flag hier auf dem Kanal noch gesagt, wenn Macron schlau ist, haut er ab nach Elba. Er wollte nicht. Und plötzlich kam Gelbwesten. Gelbwesten konnten nur funktionieren, weil Facebook vorher, der Zuckerberg mit 7 Generälen,
zusammensaß. Man hat ihm gesagt, entweder du machst das oder da ist Gitmo. Ganz simples, einfaches Gespräch. Ohne Facebook wäre die gesamte Gelbwesten-Revolution gar nicht möglich gewesen. Das ist wichtig zu verstehen. Glaubst du, dass die Gelbwesten-Revolution vom Deep State oder wer auch immer getriggert wurde? Nee, das ist Q. Das ist Q. Die Gelbe Weste hat im französischen Handbuch aus dem Druck von 2012 den Buchstaben Q. 2013 war es auch der Buchstabe Q. 2014 war es der Buchstabe Q. Also jedes Jahr hat die Gelbe Weste in Frankreich in diesem Handbuch, welche Westen du tragen musst, unter dem Buchstaben Q immer eine gelbe Weste. Also aber Merkels Flugzeug hat ja auch die 16 plus 1. 16 plus 1 ist 17. 17 ist der Buchstabe Q. Na, wir sind ja schließlich bei 17 Jahre 9-11. Weißt du, wenn der Russe dann 17 Schlachtschiffe nach Syrien schickt und die gesamte US Army zieht Richtung Ukraine und 17 Apache-Kampfhubschrauber bleiben in Dresden stehen. Wenn John McCain 17 Tage vor 9-11 stirbt, dann sind das keine Zufälle mehr. Und am 11.11. kam in 17 Sekunden Welle durch den gesamten Planet, wo so alle heute noch zweifeln, was das ist. Es kam von Baker's Island, der Bäckerinsel. Weil wir backen ja Brot die ganze Zeit hier mit Brotkrümeln im dunklen Wald. Führen wir die alle, die im Dunkeln sind, aus diesem Hexenwald. Darum geht's ja. Die sind mit Lügen umzogen. Und wir haben ja nur Brotkrümel. Ich habe ja damals letztes Jahr versucht, immer nur Brotkrümel und die Worte klar auszusprechen, dass man das erstmal selber googeln kann. Das ist wichtig, dass wir erstmal eine Gruppe die Informationen rausgebracht haben, die das verstehen, was überhaupt gerade passiert. Das müssen erstmal nicht alle verstehen. Ja, was passiert denn im Moment, Feigl, wenn du das einmal so runterbrichst? Aus deiner Warte. Im Moment sind aktuell in jedem Land auf diesem Planeten die Patrioten in der Kontrolle. Seit 31.08. ist das Satellitensystem des Deep States aus, dieses Eye in the Sky, was immer an der Pyramide ganz oben ist, dieses leuchtende Auge, war ein Satellitensystem. Ein AI-Satellitensystem, angeschlossen mit Supercomputer. Das hat jeden auf diesem Planeten jederzeit beobachtet. Wie kommst du auf das? Oder wo... Weil das Q-Board gesagt hat, ist offline now, main frequency killed, eyes in the sky blind now. Das kam am 31.08. die Meldung über das Q-Board. Da konntest du genau nachgucken, da findest du hier von Raytheon war das, glaube ich, dieses Eye in the Sky Satellitensicherheitssystem. Corona heißt der eine Satellit oder Big Bird, die alle in meiner Datenbank hier drin. Die ganzen Satellitensysteme, die Amis dort oben haben. Das heißt halt zusammen, Eye in the Sky, Snow White, und Schneewittchen und die sieben Zwerge haben sie es genannt, diese Spinner. Das haben sie ausgeschaltet. Seit 1.5. letzten Jahres hat Trump volle Kontrolle. Aktuell, seit 11.11. haben Trump und Putin sogar über die Fed die Kontrolle und überhaupt den Markt und das Narrativ dazu. Die haben überall es ist überall Schachmatt für den Deep State. Also was ich jetzt einfach noch sagen wollte wegen dem Fed, dass jetzt, weil du das gerade angesprochen hast, Falco, also ich sehe einfach das, was du jetzt reflektierst, ist einfach, dass Trump gegen Fed, ja, dagegen schießt. Es ging ja nicht nur um eine einfache Vierjahreswahl. Trump hat von Anfang an gesagt, es geht nicht um eine Vierjahreswahl, sondern es geht um die Rettung der Menschheit. Einfach nur ein paar Leute zu verhaften, darum geht es nicht. Es geht darum, dieses globale Zentralbanksystem zu zerstören. Die Frage ist halt, was denn danach kommen soll. Ne? Ich meine, siehst du grundsätzlich den Trump als, sage ich einmal, jenen, der uns retten soll oder auf der guten Seite der Macht, wenn du es jetzt in schwarz-weiß sehen möchtest? Nö, Trump ist bloß die ausführende Kraft von JFK Jr. Also ich habe damals ja dieses... Hör mal zu, remember the 5th of November. Aus welchem Film stammt das? V wie Vendetta? Ja. Richtig. Wann war denn der 5. November? Wann war denn dieser Tag? Weißt du das? Habt ihr das jemals rausgefunden? Wie meinst du, wann der war? Es war 1995. 1995 am 5. November wurde Yitzhak Rabin erschossen. An diesem Tag hat sich das israelische Volk gespalten. Yitzhak Rabin war derjenige, der den Tempelberg erobert hat. Er war im gesamten Militär beliebt. Er war im gesamten Geheimdienst beliebt. Sie haben ihn vergöttert. Und er wollte am Ende Frieden. Er wollte am Ende die Zwei-Staaten-Lösung und wurde erschossen, während auf der Gegenseite ein gewisser Herr Netanyahu gehetzt hat. Das war 1995, vor 23 Jahren. Einen Monat später hat JFK Jr. die Witwe von Yitzhak Rabin als Anwalt vertreten und hat herausgefunden, dass die Killer seines Vaters
auch da dahinter waren. Und damals war der erste Step, dass die israelische Geheimdienst und Militär von Israel, der Teil, der Yitzhak Rabin verehrt hat, mit JFK Jr. in Kontakt kam und ihm erstmal erklärt haben, wie diese Welt funktioniert. Später kam dann noch ein Eyes Wide Shut-Film und so weiter und so fort, aber er hat irgendwann festgestellt, er muss sterben. Ansonsten hat er hier keine Chance. Und deswegen ist er dann auch glaubhaft gestorben. Lustig daran ist, dass Trump und Putin sich genau am Todestag von ihm treffen, dass Trump zum ersten Mal seit 17 Jahren das GPS der Air Force One anmacht, also wenn der Krieg vorbei ist, zeigt man ja wieder, wo man ist, und das für 17 Sekunden, um genau die Strecke, die JFK Jr. geflogen ist, bei seinem Absturz nachzufliegen, wo es ja damals losging, dieser Plan, das war ja der Start. Und JFK Jr. und Trump, die kannten sich. Ich gehe davon aus, JFK Jr. hat in seiner Maschine, die 6 Personen tragen konnte, er, seine Frau und die Schwester, plus 3 Leichen, seinen Tod vorgetäuscht. Das sollte erstmal nicht das Problem sein. Aber dann konnte er im Hintergrund agieren gegen den Deep State. Er kannte alle Tricks, alle Regeln und hat seine Spieler aufgesetzt. Für dieses finale Endspiel, was gerade eben hier läuft. Donald Trump, wo schätzt du dann China ein, Falco? Weil jetzt, ja. Wir sehen ja, dass Putin und Trump, die haben Connections. Das hat man schon am Anfang gesehen, wo die eine Freundin oder Tochter sich da mit der anderen Tochter von Trump dann auch getroffen hatte und Ferien machten so und auch mit einem ganz anderen Sachen. Melanias Mutter. Melania Trump ist ja aus Jugoslawien. Ihre Mutter ist wichtig. Ist eine Orthodoxe. Ja, und diese Mutter ist auch direkt verbunden mit Epstein und war mehrmals auf der Insel. Mit der Ivanka auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Leute wissen. Also die Trump-Familie ist direkt mittendrin involviert in diesen ganzen Ring und in dieser ganzen Sexinsel und so weiter. Richtig. Das heißt aber nie, dass die sich alle gegenseitig mögen. Die hassen sich alle. Also ich habe ein Zitat von Trump, wie er der Epstein geredet hat. I've known Jeff for 15 years. Terrific guy. Trump once said about the convicted sex offender. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do. And many of them are on the younger side. No doubt about it. Jeffrey enjoys his social life. Also der Trump hat mehrfach, die waren gut befreundet. Damals wollte er noch in diesen Club rein, wo sie ihn aber nie reingelassen haben. Ja, aber das sind Vermutungen, Falco. Weißt du, wie kommst du darauf, dass sie ihn dort nicht reingelassen haben? Oder vielleicht ist er die ganze Zeit drinnen, nur wir wissen es nicht. Das ist halt Covid. Du musst unterscheiden zwischen Leuten, die Dinge aufbauen, also Milliardäre, die Dinge aufbauen, und Milliardäre, die spekulieren. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Na, es gibt Milliardäre durch Banken, Milliardäre durch Spekulation und Milliardäre, die irgendwas gebaut haben. Trump ist einer von denen, die aufbauen. Das ist alles Spekulation, was ich will. Ich mache im Endeffekt nur Analyse von allen Daten, die mir das Internet gibt. Ich muss halt nur filtern, was Bullshit ist und was nicht. Das heißt auch nicht, dass ich das alles alleine mache, sondern ich habe wiederum gute Quellen, die das auch genauso analysieren und tue mir aus den Top-Quellen zusammen dann ein Gesamtbild. Yes. Ob das dann zu 100% stimmt, weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich ja mir jetzt mittlerweile 1500 Leute angelacht, die genau dasselbe machen wie ich und mir alle zusammen drauf gucken, mir dann alle zusammen entscheiden. Und das erstmal von einer Schulter auf alle zu verteilen, weil hier geht es ja nicht mehr darum, wer hat Recht und wer hat Unrecht, wer hat den längsten und wer nie, sondern wir gucken alle gemeinsam, weil ich hasse dieses, du bist dumm, das wirst du nie. Nee, die haben nur ein Informationsvakuum. Da ihr ist niemand dumm. Hätte er dieselben Informationen zur Verfügung, würde dieselben. Deswegen habe ich ja mein System so aufgelegt, dass alle erstmal alles zur Verfügung haben. Ob sie es dann nutzen, ist mir egal. Aber wenn sie alle Informationen zur Verfügung haben, können sie besser entscheiden, als wenn sie nur vom Imperium quasi eine Seite gezeigt bekommen. Also du würdest mir zustimmen, dass der Trump jetzt nicht der große heilige Savior ist, für den manche Leute aus dieser Truth-Szene halten. Dann hätten wir das endlich einmal in Stein gemeißelt. Weil was ich so merke, weißt du, so in von außen beobachtet, in YouTube-Kommentaren oder generell in dieser Szene. Ist das Werkzeug. Er mag das Werkzeug sein, aber die Art und Weise, wie Menschen so sagen, ja, der Trump wird alles richten und hin und her, so habt ihr euch einmal mit der Vergangenheit von Trump beschäftigt, schaut euch mal die ganzen Fotos an von seiner letzten Hochzeit, wo die Clinton, die waren alle bei ihm auf den privaten Feiern eingeladen, er hat mit den Epstein Kontakte, er ist mitten involviert, sein Schwiegersohn Kushner, seine Tochter, da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren, in welche Richtung das alles geht, also deswegen kann der Trump nicht der Erlöser sein, für den ihn viele halten, und gekoppelt mit dem QAnon-Movement noch dazu, das ist für mich so ein Fischfang für alle, für viele Truther da draußen, die glauben jetzt, da ist der Saver, weil der geht auch gegen die Federal Reserve oder die State vor, ne?
Na, du musst halt bedenken, wir hatten dieses Jahrtausend oder Jahrhundert noch keinen Titanic-Effekt. Man hat ja die letzte, man hat ja, wann war es, 1909, glaube ich, doch 1909 war die Titanic untergegangen, oder war es 1912, weiß ich gerade nicht. Man hat alle Milliardäre, die gegen die Federal Reserve waren, auf dieses Schiff gelockt und dann, dieses hat man dieses Jahr noch nie. Dieses Jahr gibt es eine Opposition hier oben. Das sind die, die in den Bunker nie rein dürfen, also nie in den ihren Bunker und nie den ihrer Meinung sind. Das fängt ja bei den ganzen asiatischen Milliardären an, über einen Teil der europäischen, die sich auch keine Lust mehr haben, diesen System zu unterwerfen, aber auch in der USA intern gibt es auch genug Leute, die sehen, dass wie bei dem Film Casino am Ende nichts mehr, selbst die Mafia hat dort gemerkt, dass am Ende nichts mehr ankommt, weil das Land so korrupt ist bis in die untersten Bereiche. Ja, der Trump ist ja auch voll involviert mit der ganzen Mafia und so weiter. Also der Trump hat ja, wenn du dir anschaust, wer sein Rechtsanwalt war zum Beispiel, ich meine, ist jetzt ein blöder Referenzpunkt, ja, aber es gibt eine ziemlich interessante, ganz kurz nur, es gibt eine ziemlich interessante Doku auf Netflix über das Trump-Empire sozusagen, und da wird auch da muss da mal, ich weiß den Namen leider nicht, aber er hat einen ganz berühmten Anwalt gehabt, der jeden Mafia-Boss rausgehaut hat, den es nur zum Raushauen ginge. Mhm. Und das war sein größter, ja, wie sein Onkel quasi. Also das war eine richtige Bezugsperson für den Trump. Also der ist ganz, ganz tief drinnen. Also ich tue mir das so schwer, weil ich wirklich auch oft das Feedback von Leuten kriege, die glauben, ja, der Trump ist es und alles, was der Trump macht und... Alter, der Trump will den dritten Tempel in Jerusalem wieder aufbauen lassen und ist direkt mit Kushner und mit dieser ganzen jüdischen Endzeitsekte direkt involviert. Und das kann nicht zum Guten für uns sein. Das ist meine Ansicht zumindest. Jetzt hör mal kurz zu. Wenn du das Haus mit der Nummer 666 kaufst, dann musst du der Böse sein, richtig? Nicht zwingend. Doch, für jeden, der da drauf guckt, sieht, Kushner 66, das muss definitiv der Böse sein. Also gehen alle Bösen automatisch zu ihm. Wie fängst du eine Nadel im Heuhaufen? Du brauchst einen Magneten. Nämlich einen Anzünder. Beispiel. Das wär die radikale Version. Beispiel, Erdogan. Du hast den Fall Khashoggi im Auge, ne? Stell dir mal vor, der Erdogan hätte bei den ganzen Khashoggi-Fallen nichts damit zu tun, hätte aber so getan, als hätte er was damit zu tun. Er spielt den Bösen und tut sequenzartig irgendwas von sich geben, was eigentlich gar nicht stimmt. Was passiert? Alle, die gegen den Saudi sind, kommen automatisch zu Erdogan und fragen, was machen wir jetzt? Erdogan öffnet die Tür zum Knast und sagt, bitte rein und tschüss. Ja, aber Erdogan alleine hat nicht nur die ganze Zeit nur sozusagen die Kontrolle. Er hat Putins Plan ausgeführt. Ja, aber auch nicht nur Putin. Man muss immer noch nicht vergessen, es ist nur allein, was Putin die ganze Zeit bestimmt, was jetzt Russland macht. Das sind nur ganz andere Organisationen und Logen dahinter. Das ist nicht die komplette Vollmacht auf die Spitze von Putin und Trump. Oder Putin hat dem Erdogan den Platz als Sultan über Middle East angeboten, wenn er ganz genau das macht, was Trump und Putin ihm sagen. Trump und Putin, die spielen sich die Bälle zu mit dem Chinesen. Wenn der Trump Sanktionen macht in China, dann will er, dass Apple, Google und alle Konzerne ihre wieder in der USA aufbauen. Er zwingt sie dazu, in der USA eine Firma. Ja, er muss ja auch die Wirtschaft anders ankurbeln, Falk, oder? Er muss ja, weil sie leben ja eigentlich nur vom Krieg. Und wenn sie irgendwie mal nicht Krieg führen wollen, dann müssen sie ihre eigene Wirtschaft wieder ins Boot holen, weil es bringt nichts, wenn die in... Und jetzt wird es ja spannend. Trump hat die Wirtschaft so geboomt wie noch nie zuvor. Trotzdem wird es jetzt bald crashen. Und Trump hat vor dem Crash schon immer gesagt, die Fed ist schuld, wenn es jetzt crasht. Und jetzt zieht er die Truppen ab. Der Petrodollar lebt vom Krieg und vom Öl. Er zieht die Truppen ab. Was passiert automatisch? Die Fed wird kollabieren. Ja, dann brauchen sie Truppen im eigenen Land, weil da herrscht dann Chaos. Nein. Ja, erstens das, aber zweitens auch, weil Trump jetzt sagen kann, ich habe es euch genau gesagt, die Fed ist schuld. Wir haben einen Wirtschaftsboom wie noch nie. An Weihnachten konnte jeder mehr Geschenke kaufen als vorher. Die Zahlen liegen da. Das sind die besten BIPs, die besten Werte aller Zeiten. Man kann Trump sagen, bei Obama habt ihr dies nie angehoben, bei der Clinton damals habt ihr das nie angehoben, bei Bush habt ihr das nie angehoben. Bei mir hebt das dreimal an. Wenn es jetzt crasht, ist die Fed schuld und dann wollen wir mal in die Bücher gucken. Trump hat das Narrativ in der Hand. Das heißt, selbst der Rothschild hat zum ersten Mal zweimal hintereinander getwittert mit der Begründung, shut the fuck up. Kann dieser Trump nicht einfach mal den Mund halten? Das ist der junge Rothschild. Der twittert die ganze Zeit, Falko. Ich verfolge den Typen schon länger. Also es vergeht kein Tag, wo er nicht den Trump einen Twitter-Hate-Kommentar schickt.
Ja, er ist nervös. Es sind viele Leute nervös. Die Frage ist halt für mich, so die essentielle Frage ist, ja, ich glaube, dass es zu einfach ist, wenn man sich das so denkt, okay, es gibt, sag ich mal, der böse Deep State, das sind diese ganzen, die Hillary Clinton und diese ganze Bewegung. Und dann gibt es auf der anderen Seite, sag ich mal, die gute Bewegung, die Trump, die ja die Clinton bekämpft. Er bekämpft sie ja und er ist ja auch da dagegen, gegen die so Seite A gegen Seite B. Aber das sind beides irgendwie, das ist dieselbe Medaille meiner Meinung nach. Also ich sehe jetzt in den Aktivitäten, die Trump gemacht hat, nicht sehr viel von dem, was wirklich die Menschen bereichert. Ja, er baut seine Wirtschaft auf, aber wir hatten das auch schon mal, gerade in Deutschland, dass die Wirtschaft sehr gepumpt hat zu einem gewissen Zeitpunkt und wie ein Diktator an der Macht war. Ja. Du musst es mal im Vergleich sehen. Ein gewisser Barack Obama hat einen Friedensnobelpreis bekommen, bevor er noch irgendwas gemacht hat. Er hat dann alle 12 Minuten eine Bombe geworfen, 134 Kriege am Stück geführt, Libyen vernichtet, die Muslim Brotherhood groß gemacht und einen Plot aufgesetzt zu Nuke die USA. Das war Barack Obama. Jein. Jetzt zieh mal einen Vergleich. Donald Trump hat jetzt 3 Schlachten beendet. Er hat in Asien Frieden gemacht, er hat in Middle East meiner Meinung nach schon Frieden gemacht, in Ukraine ziehen sie auch bald ab. Der kommt auch bald wieder nach Deutschland. Darf ich nur kurz darauf eingehen, Falk, du hast so viele Sachen raus. Also das mit der Muslim Brotherhood, das ist so nicht ganz korrekt, weil sie haben es aufgebaut und danach haben sie es wieder runtergeputscht und verboten danach. Also die Muslim Brotherhood, die älteste Partei oder die älteste Organisation, die es dort gegeben hat, ist mittlerweile verboten und als terroristische Organisation, glaube ich, sogar deklariert mittlerweile. Und da ist auch der Obama mittendrin, also der hat sie nicht nur aufgebaut, sie haben sie aufgebaut, damit sie an die Macht kommen und danach haben sie gleich den Nächsten dort am Sessel gesetzt und haben die wieder dort weggeputscht und dann die ganze Partei dort verboten. Ach, du meinst Ägypten? In Ägypten, ja. Du meinst Ägypten? Ja, das war aber Israel, hat dort gegen Obama geputscht. Israel hat dann gesagt, jetzt reicht's, wir werden diesen Muslim Brotherhood dort nicht dulden, deswegen hat der Israel dann in Ägypten geputscht. Der Obama hat das zwar angeleiert, aber das war Israel, deswegen hasst doch Israel den Obama abgrundtief. Deswegen hat doch Israel zu diesem Zeitpunkt dann sich entschieden, den Trump mit zu unterstützen, weil die Zionisten werden doch als letztes verarscht. Du machst die in Jerusalem auf, du machst dann halt nur die in Tel Aviv nicht zu. Weißt du, was ich am interessantesten gefunden habe, wie der Trump ins Amt gekommen ist? Wisst ihr, Frage an die Runde, Quizfrage, welches Land hat er als erstes angerufen, nachdem er im Amt war? Israel. Nein. Noch wer? Nein. Hat noch wer Vorschläge? Es war nicht Österreich oder Deutschland, ja? So viel kann man auch sagen. Russland? Nee, China? Nee. Luca? Was ich irgendwie Saudi-Arabien oder sowas? Saudi-Arabien habe ich auch gesagt. Nein. Es war Taiwan und ich habe mir damals gedacht, dass sich dann der Chinese extrem aufgeregt, wo ich mir gedacht habe, warum ruft der Trump Taiwan an? Dann habe ich mir mal so die Geschichte von Taiwan angeschaut. Und im Endeffekt gibt es ja da auch, sag ich mal, einen Streit zwischen Taiwan und China, wer das wahre China ist. Ja? Wo auch jetzt gerade hochkommt wieder, dass ja der Präsident von China wieder vereinen will mit Taiwan. Ja? Und hat denen ja mehr oder weniger ein Ultimatum durch die Rose, würde ich es mal nennen, gesetzt. Ja? Sehr interessant, finde ich. Ist ganz ein wichtiger Punkt, gerade so im asiatischen Bereich. Ja, du wirst sehen, man hat alle diese Krisenpunkte abgearbeitet. Man hat die Kurden. Der Türke ist jetzt bereit auf ein Kurdistan. Hat er in seinem Land einen Teil, gleichzeitig werden die syrischen Kurden werden ins Ölministerium, kriegen sie einen Platz, plus dass ihre Sprache im Schulsystem zu 100% anerkannt wird und eingeführt wird ins Schulsystem. Die irakischen Kurden haben auch jetzt irgendwas bekommen. Also man hat dieses Problem gelöst. Man hat Zypern dort demnächst. Zypern ist da aktuell noch gespalten. Das klärt sich auch bald. Man hat Mazedonien und Griechenland geklärt. Bei Kosovo ging jetzt schon an die Serben über. Das haben die meisten auch nicht mitgekriegt. 40.000 Albaner verlassen gerade in Kosovo, weil der Chinese, der Russe und der Ami gesagt haben, Serben, ihr dürft. Was hat man noch? Wir haben, also ganz wichtig war ja als erstes die Türkei zu klären. Ne? Danach kam ja dieser Saudi-Arabien-Putsch. Das ist das Wichtigste, was man versteht. Darf ich schon was einwerfen, ja. Falko, weil du gerade Türkei gesagt hast? Weil das, was die meisten gar nicht gesehen haben, jetzt übers Neujahr gab es eine neue Statistik wegen den Gefangenschaften. Und da waren laut offiziellen Zahlen von November 2018 waren über 218.000 Menschen wegen verbindlichen Putschisten festgenommen worden.
Über 31.000 sitzen noch wegen demnach verurteilen oder sitzen noch Untersuchungshaft. Also das sind Zahlen, das wissen die meisten gar nicht, wie viele Leute dann noch da mit drin stecken oder einfach. Ja, und bei Trump sind es aktuell 70.000. Na, bei Trump auf der Liste sind aktuell 70.000 Namen und das nur in Amerika. Das war eine riesige Säuber, eine politische. Ja, das ist dann für den Neustart wichtig, damit es dann nie wieder dazu führt. Und wichtig dabei ist zu verstehen, die NSA hat die letzten 15 Jahre alles gespeichert. Du brauchst den Namen nur und gibst ein, was hat er die letzten 15 Jahre gemacht, und du siehst alle Verbindungen. Und wenn er an allen Keypunkten dabei war, dann kommt er auf die Liste. Die haben doch alle Beweise schon. Also ich sag's mal so, ja, wenn wir jetzt glauben, und ich glaube auch wirklich schwer daran, dass Trump Hillary Clinton irgendwie dazu bringen wird, in die Kiste zu kriegen. Das Einzige, was ich dann auch einfach nicht so optimal sehe, ist, dass er das nur hinkriegt, wenn er entweder, was er schon ein bisschen indirekt angeschaltet hat, den nationalen Notstand ausruft, beziehungsweise es muss ein Impact, ein Chaos erzeugt werden in den USA, dass er das kann, weil das wird sonst nie passieren, weil die Gegenseite dann dagegen lenken wird. Nee, die Antifa hat geplant, in 900 Städten gleichzeitig Riots zu machen, falls Trump den Mueller wegen der Russian Collusion entlässt. Deswegen hat Trump, als die Karawane kam, die ganze Zeit Invasion, Invasion, Invasion gerufen, weil Invasion plus Riots heißt Martial Law. Das heißt, du hast den Deep State jetzt Schachmatt gesetzt. Wenn sie die Antifa rausschicken, kann Trump Martial Law machen. Wenn sie sie nie rausschicken, kann er auch Martial Law machen. Weil an der Grenze was passiert. Egal ja, so wie. So schnell kann er nicht Martial Law machen. Theoretisch hätte er es jetzt machen können. Also er hat gesagt, gerade wegen dem Mauerbau, also nach dem Schatten. Das Gesetz gilt seit 1.1. Welches Gesetz? Ja. Was am 1.3. letzten Jahres, dieses für Martial Law und die ganzen Militärtribunal, das Gesetz ist gültig aktiv ab 1.1.2019. Steht doch drin im Gesetz. Ist es nicht schon länger? Ja, könnte. Nee, das war damals, letztes Jahr im März, am 1. März haben sie das Gesetz erlassen, die Executive Order, wie es heißt, aber gültig ist das alles ab 1.1. steht drin. Hat bloß keiner gelesen. Ich habe es wirklich überflogen, aber... Und das Entscheidende ist ja, am 13.04.1984 gibt es ein Gesetz, am 13.04. Was dann 33 Jahre später, am 13.04.2018, wo der Krieg begann, das war ein Freitag der 13., bis zum 13.07.2018, wieder Freitag der 13. Das waren die drei Monate, wo hätte der Krieg stattfinden sollen. Am 1.6. sollten ja schon 1 Million US-Amerikaner auf dem syrischen Boden sein, dafür hat die Clinton ja schon das Geld gekriegt von den Saudis. Das kommt auch bald raus. Die Clinton hat alles verkauft, was man verkaufen konnte, weil Amerika sollte den Krieg verlieren. Der Chinese ist bloß über Trump. Trump und Putin hatten zu dem Zeitpunkt noch nichts miteinander zu tun. Der Chinese hat mit amerikanischen Dollar, die er in Unmengen hatten, die wertlos sind, Trump finanziert. Das hat er schon vorher. Nicht. Der Chinese hat den Trump schon damals, wo er noch gar nicht in der Politik war, finanziert. Nur so, by the way. Richtig, das ist wichtig. Weil diese russische Verbindung gibt es ja bis dahin noch nie. Putin hat Trump quasi erst aufgefordert, mit Nordkorea zu beweisen, dass er es ernst meint. Erst als er das Nordkorea geklärt hatte, der Trump, hat sich ja Putin mit ihm getroffen und in diesem Helsinki-Treffen, wo dann hier beide nur gegrinst haben und alle Freimaurer-Moves in die Kameras gemacht haben, die man machen konnte, wo die sich total verrenkt haben bei jedem Interview. Und wieder Raute, wieder das. Das war so geil. Das ist genauso, wenn der Trump vor der Queen ihren Augen rumspringt. Das ist verboten. Aber am Ende hat die Queen ihre weißen Handschuhe ausgezogen. Das macht sie nie. Weiße Handschuhe, ausgezogen, Kapitulation. Es rennt doch niemand mehr mit einer weißen Fahne rum. Ja, ich hab mal, die Merkel hat auch kapituliert. Gut, als die Merkel in Istanbul war, hat sie weiß getragen. Die rennt dann nicht mehr mit der weißen Fahne rum. Aber Falco, ich glaube, also ganz... Ich habe mir das Video, wo der Trump, sag ich mal, vor die Queen läuft, sehr oft angeschaut. Und ich brauche mich mal zu behaupten, ich kenne mich ganz gut aus mit Körpersprache und Co. Das hat er nichts mit Absicht gemacht. Also das... Der geht einfach, er hat einfach nicht aufpasst und geht, weil er einfach so selbstbewusst ist und geht. Er hat halt das Protokoll nicht eingehalten, richtig, weil er es wahrscheinlich vergessen hat, aber das ist so, es interpretieren so viele. Er hat den Trottel gespielt. Er Trottel, er ist einfach dort, er ist einfach losgegangen. Wir haben das erste Jahr geglaubt, er ist ein Idiot, der einfach so ins Glück fällt. Das war wichtig, sonst hätten sie ihn damals schon erschossen. Ja. Du, er ist ein Schauspieler. In Perfektion und er kennt alle Tricks, er kann Leute dazu bringen, das zu machen, was er will. Er ist WWF Hall of Famer.
Ne? Aber ich gehe davon aus, man hat ihm einen Plan gegeben, den er abarbeitet, wo man ihm sagt, hier musst du pushen. Trump musste sich ja 5-mal am Tag drehen, 5-mal am Tag was anderes erzählen. Seine engsten Fans wären durchgedreht ohne dieses Q-Movement. Weil er musste doch dem Deep State immer das bieten, was der Deep State will. Aber gleichzeitig hat er immer was völlig anderes gemacht. Die wussten 2 Jahre lang nicht, wo er ist und was er gerade macht. Die waren durchweg beschäftigt, Trump zu suchen. Er hat ihnen immer irgendwelche Leute vorgesetzt, damit sie zufrieden sind, wie den Bolton oder den Chef Session. Damit die sagen, ah cool, das ist unser Mann. Alles cool, nichts passiert. Aber im Hintergrund hat er ganz andere Leute laufen lassen. Damit alle jederzeit im Unklaren sind und alle denken, alles ist cool. Das musst du erstmal hinkriegen. Ich mache kurz Fetter dazu machen. Mach. Es sind auf jeden Fall sehr viele Events im Moment sich am rauskristallisieren. Ich würde vorschlagen, lass uns... Und es passiert alles zeitgleich. Lass uns einmal ganz kurz eine Verschnaufpause machen, dass wir das Ganze mal setzen lassen und lass uns versuchen, danach irgendwie wieder einen roten Faden zu stricken, sozusagen. Ich habe mir eh gedacht, dass das genauso so sein wird. So, wir können dann mal bei Saudi-Arabien anfangen, dann zu Nordkorea, dann zum Iran. Das ist ja wichtig, als man dann man hat ja erst den Israelis und Saudis noch die Option geboten, dass Europa und Amerika hinter ihnen steht. Währenddessen man den Katar schon isoliert hat, Katar, Türkei und Iran zusammengebracht hat. Dann hat man Europa schwächen lassen und Amerika rausgezogen. Somit waren die Saudis gezwungen, sich auf die Seite der Türken, Iraner und so zu stellen. Plötzlich war Israel alleine. Die Saudis auf die Seite der Türken? Mit dem Iran und Katar. Weil sie wollten ja nicht mehr alleine bloß mit Israel darstellen am Ende. Die Saudis sind alles nur nicht befreundet mit den Türken. Nein, es geht doch bloß um das Geschäfte machen. Der Saudi hat gemerkt, man steht plötzlich alleine da mit Israel. Alle anderen formieren sich neu und wir Ja, aber nicht. Saudis und Israel kommen sich auch näher und werden sich auch verschweißen mehr, als die Leute sich überhaupt vorstellen können. Richtig, es wird alles im Orient jetzt verschweißt. Die machen Frieden dort unten. Ich würde es noch nicht... Ich würde es nie betiteln als Frieden. Ja? Sie machen gemeinsame Sache. Aber Frieden heißt für mich was ganz anderes. Und ich, egal wie ich es drehe und wende, und ich kann mal alles reinziehen von dir und von QAnon etc., das, was dort als Frieden deklariert wird, ist alles nur nicht der Frieden, was sich die Leute wünschen. Nee, es wird erstmal die Grundvoraussetzung gesetzt, dass die Leute erstmal die Regierung wählen können, die sie selber wollen, indem du erstmal jedem Land den Deep State wegnimmst, den die CIA ja vorher erst erschaffen hat. Ja, aber da ersetzt der eine Deep State den anderen Deep State. Es ist ja nicht so, dass jetzt das Volk den Deep State erfolgreich bekämpft. Nee, der Plan ist eigentlich so, dass das Volk sich erstmal zum ersten Mal selber wählen soll. Das ist ja das Verrückte. Man will dem Volk die Macht selbst... Ja, es klingt wahnsinnig, ne? So eine Idee, dem Volk die Macht zu geben. Also wenn ich mir das Volk und die Leute da draußen so anschaue, wie viel Frust und wie viel Hass und wie viel Unfrieden in den Leuten steckt, wage ich zu bezweifeln, ob es wirklich gut ist, dass wir den Leuten ihre Selbstbestimmung geben, weil dann hätten wir pures Chaos. Deswegen ist ja dieses Awakening wichtig. Wenn du die Hälfte der Welt mit 9-11 verarschen kannst, kannst du 17 Jahre später mit besserer Struktur, mit besseren Medien überall verteilt auch die Welt erwecken. Du musst nur erstmal die Medien erobern. Ja, nur erwecken. Was verstehst du unter erwecken, Falco? Ja, den Leuten zeigen, wer die wahren Gangster sind, was wirklich dazu geführt hat, was und so weiter und so fort. Die ganzen Beweise mal auf den Tisch hauen. Okay, spielen wir das. Alle Verbrechen seit 9-11 kommen jetzt auf den Tisch. Ich kann dir ein Bild zeigen, wo Trump mit 9 Generälen und 11 Admirälen auf dem Bild. Das symbolisiert nichts anderes als 9-11. Ja, das sind halt... Die wären das... Ja, das ist wieder so viel, weißt du? Nur weil dort 9 und 11 Maxl stehen, heißt das nicht, dass das 9-11 ist. Ich kann da in alles reininterpretieren, was ich halt sehen will, weißt du, wie ich meine? Ich meine, ich stimme da schon zu, dass die 9-11-Sachen, dass da einiges rauskommen wird. Also in spätestens 5 Jahren werden wir es wissen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass es, angenommen, jetzt spielen wir das Spiel einmal durch, ja, angenommen, die Leute haben endlich einen Schuldigen für 9-11, ja. Was würde passieren? Aktion, Reaktion. Mhm. Es würde so weit gehen, dass die Leute danach schreien, dass sie diese Leute aufhängen. Es wäre ein erneutes Feindbild. Das sind jetzt nicht die Russen, dann ist es eben der Deep State, dann ist es Person X, dann ist es XYZ, weißt du, wo ich hin will? Also ist ja nur eine Verlagerung der Feindbilder. Frieden, so richtigen Frieden, innerlich, was die Menschen untereinander mit sich selbst und auch mit ihren, ja, mit ihren Menschen drumherum haben, das dauert 2 Generationen. Das kann dir aber niemand externer herbeiführen. Das kann dir kein Politiker. Auch wenn sie jetzt alle sagen, ja, wir haben Frieden.
Aber du kannst die Grundvoraussetzung schaffen, dass erstmal das Gebombe aufhört. Stell dir mal vor, eine Welt, wo die Menschen 50 Jahre lang am Stück nicht gebombt wurden, wo die sich kennenlernen können und zusammenwachsen können. Du musst erstmal die Grundvoraussetzung für so etwas schaffen, dass die Menschen zusammenwachsen. Das wird noch mindestens 2 Generationen dauern. Das verspreche ich dir. Aber solange, dass man Panzer und so weiter konstruiert und seine Rüstungsausgaben und das prozentual einfach verdoppelt und das in mehreren Ländern, auch China, dann weiß ich nicht, warum das gemacht wird, solange das ist ein weiterer Schritt. Trump hat das Militärbudget erhöht, weil er wusste, dass er das Geld für die Mauer nirgendwo anders herkriegt. Deswegen baut das Militär doch jetzt die Mauer. Der hat das Militärbudget damals so hoch gemacht, weil er das komplett diesem Korps beim Militär, was jetzt komplett die Mauer hochzieht. Das hat er schon trainiert, für die Mauer zu bauen und so weiter und so fort. Also, ja, er sagt, er will das deswegen machen. Deswegen ist der komplette Shutdown. Ne? Ja, aber machen wir erstmal kurz Pause und dann... Es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, mit dir einen heißen Ritt zu reiten, lieber Falco. Und das, weißt du, was das Geilste ist? Und das haben wir schon auch bei der letzten Sendung mit Radio Emergency und so gemerkt, ja. Das eine ist, wie wir miteinander reden, so auf yo, papapapapam, und das andere sind halt, sag ich mal, die so Zuhörer von außen, die dann Partei ergreifen und Dinge reininterpretieren, obwohl es zwischen den Menschen, so zwischen uns zwar extrem passt, wo man einfach sagt, hey Falco, ich finde deine Meinung einfach scheiße gerade und ich sehe das da, und du sagst genau das andere. Das ist aber vollkommen okay. Weil wenigstens kann man offen reden und kann, weil nur so kommen wir weiter, ja, dass wir eben nicht auf unseren Standpunkt sitzen bleiben. Deswegen stell dir mal vor, wir wären alle gleich. Das wäre langweilig. Ich finde das doch gerade geil, dass der Luca anders ist als du, als ich, als der Mirko, als der Deckel, als der Stoner und wie so weiter. Weißt du, wir sind alle anders. Und das macht ja gerade unsere Stärke aus, dass wir alle Aspekte, das Einzige, was uns vielleicht fehlt, das wäre ein philosophischer, theologischer, geopolitischer Analyst. Also es ist schwer sollte es da draußen jemanden geben, help@hunos.me, schreibt eine kleine Mail, wir connecten euch dann alle. Das wäre das Einzige, was uns noch ein bisschen fehlt, so ein philosophischer Ansatz. So, aber ansonsten haben wir doch ein Team aufgestellt, wo alle willig sind, alle anders sind und jeder andere Aspekt reinzieht, dass man ein richtig gutes Gesamtbild erkennt. Wären die alle so wie ich, würde ich durchdrehen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, ich gebe als Beispiel eine Beziehung her jetzt, ja. Du kannst dich noch so viel streiten, du kannst noch so viel Querelen haben in einer Beziehung, wenn die eine Frage geklärt ist, sind wir noch im selben Team, ja oder nein? Und wenn da die Antwort ja ist, und das ist bei uns der Fall, das ist beim Frank der Fall, das ist beim Degel der Fall, das ist bei, sag ich mal, bei allen anderen auch der Fall, dann ist ganz egal, wer welche Meinung hat oder sonstiges. Wir alle ziehen an einen gleichen Strang irgendwo. Wir alle haben, wenn du das genau runterbrichst und dir mal die Zeit nimmst, sag ich mal, die Weltbilder wirklich so zu defragmentieren und runterzubrechen, kommst du bei jedem Kommentar, bei allen Leuten, die zuhören, du kommst immer auf denselben Nenner. Und in Wahrheit, wenn du das wirklich runterbrichst, wollen wir alle nur dasselbe. Und ich finde es nach wie vor, und ich sehe diesen Trend, dass es immer schwieriger wird, dass die Leute sich mehr und mehr spalten mit du liegst falsch, du hast keine Ahnung, ich habe recht, der hat recht. Und es werden immer diese Schubladen aufgemacht. Und die Leute verstehen nicht, dass wir uns mit diesen Vorhaben, mit diesen Vorgängen mehr spalten und es kontraproduktiv ist, anstatt dass man mal andere Meinungen einfach mal zulässt, sie vielleicht nicht unterstützt und sagt, ja, ich sehe das eben nicht so, aber dennoch so dieses gemeinsamen Strang ziehen. Ja? Weil wenn irgendwie, sage ich einmal, wir was bewegen müssen und auch sollten langsam, dann geht das nur gemeinsam. Und da ist ganz egal, ob du jetzt eine grüne Hautfarbe hast, eine rote, eine blaue, egal welche politische Einstellung oder spirituelle Einstellung du hast oder welche Erfahrungen du hast, im Endeffekt müssen wir versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Nur so können wir als Kollektiv vorankommen, ist meine Meinung. Erstens das, aber zweitens musst du auch mal bedenken, was wir schon alles geschafft haben. Das geht jetzt ja jetzt weniger auf meinen Code. Ich habe jetzt so oft, also ich habe ja auch teilweise die Administratoren der Q-Gruppen aus Amerika auf meiner Seite, die sagen mir in letzter Zeit so oft, dass wir hier in Deutschland in so vielen Bereichen wesentlich weiter sind. Ja, das stimmt auch. Als die Amis. Und das sagt mir auch mein Mann aus dem Donbass, der macht ja auch einen Blog, der dann Richtung bis Moskau gelesen wird. Er sagt mir auch andauernd, dass wir hier in Deutschland mit Themen wesentlich weiter sind. Und er sagt, wie die Wimmer letztens in irgendeinem Interview, dass das Bildungsniveau die letzten 5 Jahre elementar gewachsen ist. Wir haben es geschafft, alle, die wichtig sind, erstmal zu eigenen Experten auszubilden, dass sie keine Experten mehr extern brauchen und wenn es darauf ankommt, selber entscheiden können. Das ist doch das Wichtige. Mhm. Weißt du? Dass wir den Leuten
etwas an die Hand geben, mit dem sie arbeiten können, damit sie externe, also solche Merkel-Experten nicht mehr brauchen. Und guck mal, solche Themen wie Boxsaga, wie, was war es noch? Alleine die Mario Brass-Codes. Von dem höre ich nichts mehr. Ich habe den SMS geschrieben, ich habe dem auf Facebook geschrieben, so, erst Mario, was ist mit dir? Keine Ahnung, untergetaucht. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn öfters angerufen. Der ist auf Tauchstation. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwas krasses Schlimmes ist. Aber extrem schade. Nee. Extrem schade. Ja, ich will unbedingt mit Ihnen diese noch eine Sendung machen. Weil ich habe die Mario Brass-Codes mit den Boxsaga-Codes. Ja, deswegen habe ich ihm ja angeschrieben, dass wir uns mal mit ihm zusammensetzen. Aber wie gesagt, ich habe ja seine Telefonnummer, er meldet sich. Aber ich will halt auch an der Stelle nochmal einen schönen Gruß an Kulturstudio raussenden. Weil dieses Bildungsniveau zu heben, das war ja damals Radio Emergency, das war Tom Who Knows, das war der Forest Flag und das war ja Kulturstudio, größtenteils. Damit habe ich ja nie wirklich was zu tun. Ich bin ja erst vor einem Jahr hier bei dir damals dazu gestoßen und dann bei Radio Emergency vor einem halben Jahr. Deswegen muss man das auch mal so erwähnen. Alles, was ich jetzt hier erzähle, baut ja auf dem ganzen Kulturstudio-Sendung und das ist ja das Grundwissen, was man erstmal im Kopf ungefähr haben müssen. Das ist ja bei uns allen erstmal gleich. Ich habe mir dann halt bloß noch irgendwann englischsprachige Texte dazu geholt, die ganzen Globalistenbücher, also hier von Jean Attali, dieses Tragedy and Hope, kann ich jedem nur empfehlen, dieses Tragische Hoffnung, dieses Buch von Herrn Quigley und so weiter. Das muss man unbedingt alles mal gelesen haben, um das Gesamtbild zu verstehen. Und dann ist es wirklich einfach zu agieren und das Gesamtbild anderen zu vermitteln, so dass sie es dann auch verstanden haben. Das versuchen wir jetzt, dass wir den Leuten versuchen mit Bildern, Step by Step, wie sie die Verbindung selber herstellen können. Das ist ja jetzt der nächste Step beim Awakening. Weil wir haben ja in dieser alternativen Szene, alle wissen theoretisch alles. Niemand hat jemanden den längsten. Es geht nicht mehr darum, wer alles weiß, sondern wer es am besten der Masse präsentieren und erklären kann. In dem Step sind wir jetzt. Und wer das jetzt noch nie verstanden hat, der kann gerne noch im Jahr 2018 leben. So, und das war ein Schlusswort. Jetzt haben wir uns mal in die Pause. Ich wünsche euch, ja, wir machen 10 Minuten Pause. Wir sind gleich wieder für euch da und wir versuchen, keine Ahnung, wir versuchen gar nichts. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Wir werden schon eine gute Richtung einschlagen. Gut, meine Lieben, bis gleich. Wake up inside. I see your mind. Inspired about the me and the you. True information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Who knows? Wenn wir jetzt zurück nach Klosterneuburg gehen, so ist das ein Teil der Altstadt und unter diesen Straßen und unter diesen Häusern gibt es große Kellerbereiche. Die meisten sind noch verfüllt, nur wenige wurden bisher freigelegt. Wir schätzen gerade in Klosterneuburg, dass dort also eine Gesamtanzahl der Ganglängen mehrere Kilometer misst. Jetzt haben wir also es dort mit prähistorischen, unterirdischen Gängern zu tun, aus der prähistorischen Zeit. Warum? This is the look.
of the Mexican Pyramid of the Sun. So sieht die mexikanische Sonnenpyramide aus. In Teotihuacan. In Teotihuacan. 160 years ago. Vor 160 Jahren. Before they clean it. Bevor sie gesäubert wurde. 75 years later. Und 75 Jahre später. One of the most beautiful examples of the pyramid architecture. Eines der schönsten Beispiele von Pyramidenarchitektur. Und was ich überhaupt nicht wusste, war, in dieser Ebene von den 28 Meter Tiefe gibt es noch eine Ebene weiter drunter. Abenteuerlicher Weg. Und in dieser unteren Ebene war dieser Sarkophag aus Alabaster. Und was Sie aus der Entfernung vielleicht nicht ganz so deutlich sehen, man sieht keinerlei Bearbeitungsspuren. Der Deckel ist zur Hälfte kaputt, fehlt rechts. Natürlich war wieder Fotografieren verboten. Und naja, Sie wissen, wie das ist. Das Verbote sind dazu da, dass man sie umgeht. Und dann habe ich meine Taschenlampe genommen und unter den Deckel gehalten. Und dann fing der Deckel an, wie in der Abendsonne zu leuchten. Über 34.000 Objekte an einem Hügel gefunden. Alleine das Brennen dieser Objekte hätte so viel Holz benötigt, dass es in den letzten 100, 200 Jahren in Acámbaro gar nicht gegeben hat. Also man muss schon vorsichtig sein, wenn man eine Sammlung als Fälschung deklariert, muss man erst einmal schauen, wäre es möglich gewesen, diese Fälschung vor Ort anzufertigen? Nein. So viel Holz hat es in der ganzen Umgebung in der Vergangenheit gar nicht gegeben, was für das Brennen dieser Objekte notwendig gewesen wäre. Und es hat Untersuchungen gegeben, und zwar 1968 im Isotopes Incorporation New York, C14-Analyse von drei Objekten. Das erste Objekt 3500 plus minus 100 Jahre. Das zweite Objekt 6480 plus minus 170 Jahre und das dritte Objekt 3060 Jahre plus minus 120 Jahre. Und die Frage, haben vielleicht doch einige Dinosaurier überlebt oder wo haben das, war das nur schamanistisches Wissen, das dann in Form von Objekten umgestaltet wurde? Also Frage über Frage. Das war der Hunos-Kongress. Ich hoffe, ihr seht alle Bild. Das war der Hunos-Kongress 2018. Wir schauen, dass wir 2019 weitermachen. Und alle Leute da draußen, ihr werdet das Video, ihr werdet die Videos dann draußen auch finden für Fördermitglieder. Also jeder beginnt ab 1 Euro, wenn ihr uns unterstützt. Wir schicken euch die Links, wir bearbeiten das wirklich professionell auf. Helft zu uns, weil wir schaffen es nicht ohne euch. Und ich sage herzlichen Dank. Danke an die Zuschauer da draußen, an das große Internet, an das Kollektiv und ihr seid es. Danke.
Hallo, wir haben heute einen Tag Hunos-Kongress. Wie ist euer Eindruck von dem Event heute? Sehr, sehr super gut und vielseitig. Ich werde wiederkommen, wenn das einmal im Jahr ist oder zweimal im Jahr. Wir werden es versuchen. Auf jeden Fall sehr interessant, auch gut gemacht mit den Pausen. Man konnte sich danach noch trotzdem gut konzentrieren. War sehr interessant. Ja. Hat es euch gefallen? Ja, war ja jetzt auch super lang, aber man hat es einfach alles haben wollen. Ja. Ich wäre nicht früher gegangen. Ja, es war sehr, sehr super. Ja. War super. Interessante Referenten waren. Absolut profunde Kapazunder da. Die Großen der Forschung schlechthin. Und ich meine, ich habe jetzt nichts Neues erfahren, weil ich bin eh sowieso dran. Tom Who Knows kannte ich auch schon lange, finde seine Arbeit wunderbar und die, wie sagt man, die Redner, die Sprecher, ich bin ihnen ewig dankbar. Infinity Love and Gratitude, sage ich da nur. Denn die helfen wirklich, dass wir endlich weiterkommen, alle miteinander. Mein Resümee, ich habe ja durch den ersten Beitrag vom Herrn Klum, schon wie er heißt, Kusch, kann ich noch gar nicht, fand ich total interessant. Also ganz neu? Ganz neu, genau. Die anderen Vorträge kannte ich alle schon über Internetvorträge und auch über Bücher. Und ich finde alle durchweg sympathisch und auch glaubwürdig. Klar, man muss immer seine eigene Meinung bilden, das bin ich auch hier deswegen. Aber die ganze Leute hier finde ich total, wie soll ich sagen, schöne Energie. Also das Ambiente auch gefallen, beziehungsweise die Personen, die gekommen sind als Gäste? Ja, also die, ja, wie gesagt, die Energie, auch die Menschen, die dabei sind, ihr als Organisatoren, eine super Truppe. Ich finde es klasse, dass ihr das macht. Cool, schön, dass das so gefallen hat. Ja. Dann sage ich danke. Ja, sehr gerne. So, hallo und willkommen zurück. Team Who Knows Sendung Staffel 2, Folge 1. Heute bei uns zu Gast ist der liebe Falco und wir wollen. Ja, wir schauen einfach mal, wo es uns im zweiten Teil der Sendung hinbringt. Falco, du wolltest noch auf eine Story eingehen, beziehungsweise wolltest noch ein paar Infos raushauen. Teile sie mit uns. Richtig. Sieht man meinen Bildschirm gerade? Ja, sieht man. Warte, ich würde das Ganze ein. Dann sieht man doch diese riesen Pyramide. No, die meisten kennen das Bild, bestimmt. Ja. Von dieser riesen Pyramide, dass die ganzen CEOs zurückgetreten sind. Ja, ich gehe mal ein bisschen größer drauf. Wer sind die ganzen CEOs? Welche meinst du da jetzt genau? Es sind über 250 CEOs von großen Konzernen in den letzten 2 Jahren zurückgetreten. Ja. Das ist wichtig. Das ist ein Teil der Pyramide, die abgearbeitet. Das passiert aber schon seit Obama-Zeiten. Also diese Welle, weil es gab da sogar eine eigene Seite damals, die das sammelt, wer da überall zurücktritt. Ich habe die Seite leider verloren. Aber es sind extrem viele Schaden passiert. Richtig, das ist ein Step davon. Wir haben intern in den Regierungen schon die Regierung, die Geheimdienste, die Polizei, die Courts und so weiter und das Militär zum Teil geklärt. Man hat bei den Religionen, ich sag nur Vatikan, schon die Daten ermittelt, um die Leute, die erpressbar sind oder was anderes, also nicht langsam. Ich sag nur, der Priester von Lyon oder der Bischof von Lyon, der sollte ja mal Papst werden. Den haben sie, glaube ich, vor 2 Tagen erst oder irgendwas. Sollte nicht freigesprochen werden. Da ist irgendeine News reingeflattert bei eurer News. Habe ich da was verpasst? Ich glaube, den wollen sie irgendwie freisprechen. Kann das sein? Oder verwechsel ich da jetzt was? Na, das ist ein Prozess jetzt. Ah, okay, dann ist das ein anderer aus der Heiligen Kreisen. Entscheidend ist erstmal, dass man halt die bestimmten Teilaspekte, die Medien, jetzt kommen wir nämlich zum Saudi-Arabien-Putsch. Die Medien, diese Teile waren größtenteils in der Kingdom Holding, das Saudi-Arabier, drinne. An diesem Putsch, wo diese 27 Prinzen zur gleichen Zeit ins gleiche Hotel gelockt wurden. Und dann alle verhaftet wurden, gingen die ganzen Twitter-Anteile, die ganzen Konzernbeteiligungen, alle an das Team von Trump über, weil die wollten ja kurz vorher Twitter abschalten. Also musste man Saudi-Arabien zu diesem Zeitpunkt machen. Das war wichtig.
Die Konzernrücktritte waren auch wichtig. Das Central Bank System kommt später erst, schon mal als Vorstück dieses Komitee der 300 und hier der Council der 13. Das war, als der Trump bei der Queen war. Ging das an Trump über, weil die Queen hat ihre Handschuhe ausgezogen. Jetzt hätten wir noch weil die offen Queen, Bank of International Settlement. Wie kommst du drauf, dass die Queen... Ich verstehe den Connect nicht, ja? Nur weil jemand seine Handschuhe auszieht. Die Queen zieht niemals die Handschuhe aus. Die Queen zieht niemals ihre Handschuhe aus. Wenn sie aber weiße Handschuhe ausgezogen hat und drüber gelegt, dann ist das für uns so dieses symbolische, sie hat die weiße Flagge. Also die Queen ist ja so ein Mensch, die würde niemals in der Öffentlichkeit, rennt immer mit ihren Handschuhen rum. Die würde niemals die Handschuhe ausziehen. Hat sie aber dort gemacht zum ersten Mal. Also haben wir das erstmal als Symbol gewertet, dass dann dort, einen schönen Gruß an Michi, da hat er dann, dass hier das Komitee der 300 überging. Wichtig ist, dass nach Saudi-Arabien kam Nordkorea. Nordkorea war ein Hauptumschlagsplatz für Drogen. Die meisten kennen ja den Begriff Follow the White Rabbit. Die meisten haben das vielleicht schon mal gehört. Ja, nein? Ja, von Alice im Wunderland. Kommt im Matrix-Syndrom. Richtig. Kommt aber auch im Matrix-Syndrom. Oder von unserem Timon Austrailer. Ja, wenn du jetzt aber bei Google Earth über Nordkorea gehst, findest du ein weißes Kaninchen. Und am Ende ist ein Haus, was der CIA gehört. Ja, das ist das Haus. Es ist so krass. Leicht pyramidisch. Ne? Jetzt gehen wir mal hier hin. Follow the White Rabbit. Sieht man das? Gut. Ne? Das musste zuallererst, musste Nordkorea geklärt werden. Von Nordkorea haben damals, scroll ich da mal hin, Moment, ein gewisser Herr John Moment. Podesta. John Podesta und Bill Clinton Technologie nach Nordkorea gebracht. Entscheidend wird es jetzt. Siehst du das hier oben? Ich mach's mal größer. Die Fluten bei New York oder was soll das sein? Die Fluten. Natürlich ist das New York. Das Bild hier unten hat man bloß gezeigt. Das Bild hier unten, so war die Pressekonferenz. Das Bild ist aber größer. Und ganz oben im Bild ist das. Ich sage nur die Simpsons-Staffel, Staffel 23, Folge 7 bei Neu New York und so weiter, wo die Simpsons dort hier unter Wasser stehen. Aber geh nochmal kurz zurück bitte auf das Bild. Warum ist das Bild so, warum ist das eine über das andere Bild drüber? Ach so, ich verstehe schon. Ja, der Bereich zwischen den Köpfen war das Pressebild. Das Bild ist aber ja, insgesamt viel größer. Ich hab dich. Ja. Deswegen war dann auch die Meldung Watch the Water. Moment, ich scroll gerade mal. Das war das Pressebild. Und da kennt man ja nicht, was im Hintergrund ist. Das war dann der Beweis. Q Watch the Water, hier Hintergrund ist sonnig. Genauso wie es gerade beim General Flynn, der nur viermal sein Hintergrundbild in den letzten 4 Jahren geändert hat, auch aktuell sonnig ist. Das ist jetzt kein Beweis, aber ein Brotkrümel. Ne? Hier haben wir nochmal alle Namen, die wichtig sind. Entscheidend wird es aber erst, wenn wir bei Google ankommen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel hier ein Baum gepflanzt wurde, der wird blühen. Er symbolisiert die Freundschaft. Den Baum, den Macron im Weißen Haus hat pflanzen lassen, als Friedensangebot der Rothschilds, an Trump wurde am nächsten Tag sofort entfernt. Das ist wichtig zu verstehen. Ich suche bloß gerade das Bild, wo jetzt hier... Ja, das habe ich mitbekommen. Den haben sie dann umgesetzt oder haben sie halt dort entfernt, wo ihn eingesetzt hat, glaube ich. Genau. Das hier ist der Google-Chef, Eric Schmidt. Sein Papa war Alt-Nazi, sollte man wissen. Google hat genauso wie Elon Musk, genauso wie Apple, in diesen bekannten nordkoreanischen Arbeitslagern produziert. Wer das nicht glaubt, den erinnere ich daran, dass zu DDR-Zeiten IKEA mit den Regimekritikern zusammen eure IKEA-Billy-Regale produziert hat. Es ist nicht weit hergeholt, dass es ein Google-Gulag gibt. Speziell nach diesen Bildern. Wenn man aber sich erwischen lässt bei der Übergabe von Top Secrets bei den Feinden, dann ist das Hochverrat. Ne? Und was soll im Google-Gulag passieren? Produktion, billig. Genauso wie zu DDR-Zeiten. Wir haben doch diese Billigregale, die es bei IKEA am Westen zu kaufen gab, die wurden in der DDR produziert. Mit diesen Orten. Was produziert Google? Keine Ahnung, ich war noch in keinem Google Gulag, aber dass es dort wahrscheinlich Google Gulag gibt, ist ja meine These. Es muss wahrscheinlich auch von Tesla irgendwas dort geben. Auch von Apple und Facebook. Die haben dort alle ein Standbein. Nordkorea. Was genau wird.
wie in Nordkorea. Das ist wichtig. Man hat doch, Japan brauchte einen Feind zum Aufrüsten, um gegen China zu gehen. Nordkorea, sagen wir so, die Koreaner, Kim Jong-un hat aktuell die japanische Thronfolgerin geheiratet. Die Verbindung der Koreaner nach Japan im Königshaus ist genau die gleiche wie die deutsche Verbindung nach England zum Königshaus. Das ist wichtig im Gesamtverständnis. Also dort sind die Connections da. Die Asiaten haben sich nur zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen dieses Spiel nicht mehr weiterspielen, weil es führt ins Chaos. Und die einzige Option, den Krieg zu verhindern, war, den nächsten amerikanischen Präsidenten zu kaufen und ihm diese Beweise mitzugeben, die der Chinese alles hat. Der Chinese wusste, der Chinese hat ja die Technik, sag mal so, vor 40 Jahren wurde die amerikanische Wirtschaft langsam per Globalisierung nach Asien rüber. Seitdem produziert der Chinese die Mainboards und die ganzen Chips. Und da kam jetzt vor kurzem bei irgendeinem Artikel raus, dass auf der Platine ein Mikro-Mikro-Mikro-Chip mit installiert ist, der jetzt in der gesamten westlichen Welt überall in der ganzen Sicherheitstechnik mit verbaut ist. Über den der Chinese quasi von innen jedes System so umschreiben und öffnen kann, dass er sich nie reinhacken muss, sondern der Eingang garantiert ist. Ja, das war aber nur ein Gerücht. Nee, mittlerweile hat er einen Artikel, habe ich auch damals bei mir gepostet, kann ich noch nachreichen oder was. Aber das kam jetzt auch vor kurzem raus. Dadurch war es dem Chinesen ja möglich, überhaupt erstmal die amerikanischen Flugzeuge abstürzen zu lassen, die Schiffe kollidieren zu lassen und alles drum und dran, was ja lustig passiert ist. Ich sage bloß, dieses amerikanische Schiff oben bei Norwegen, was auf Land gefahren ist, das ist kein Zufall. Muss man verstehen, weil ja dann später ein amerikanisches U-Boot gehackt wurde. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Unter dem Synonym Kill POTUS, also 14 Mordversuche an Donald J. Trump die letzten 2 Jahre, die dokumentiert wurden, die Presse alle vergessen hat zu berichten. Das ist wichtig im Verständnis. Ich habe jetzt bloß hier die 6, 7 besten Mordversuche. Zum Beispiel ein U-Boot, was man gehackt hatte. Eine chinesische Deep State-Gruppe hat dieses U-Boot gehackt, als auf dem Weg nach Singapur war, um dieses Kim-Treffen zu perfektionieren. Ne? Da wurde eine Rakete von einem amerikanischen U-Boot abgeschossen auf die Air Force One durch ein chinesisches Hacker-Team, um den Krieg zwischen China und Amerika anzutriggern. Konnte abgeschossen werden. Wer sagt, dass die geschossen worden ist und wer sagt, dass die abgeschossen worden ist? Wo? Die wurde nachweislich von einem amerikanischen U-Boot, aber das U-Boot wurde gehackt. Sie hatten keinen Einfluss. Die Rakete hat plötzlich geschossen. Aber wenn du sagst nachweislich, wo sind da die Beweise dafür? Ich zeig sie doch hier gerade. Ja, ich kann alle nach der Sendung mal hochladen, dass ich das alles selber durch. Ich kann euch das alles nicht vorlesen. Aber entscheidend ist ja, wie kommt der Chinese zu der Möglichkeit, amerikanische U-Boote zu hacken? Und dann wird es ja spannend, weil, Moment, hier. Die Meldung kam, China's Hackers stolen sensible Daten on US Navy Submarine Waffensystem Report Say. Das ist wichtig. Aber der Chinese hat die ja nicht gestohlen. Er hat sie gekauft. Wird ja dann später rauskommen. Über die Clinton Foundation wurde abgerechnet und der Clinton, dieser private Surfer, den sie ja dann vernichtet hat, wo sie diese ganzen E-Mails ja gelöscht hat, dieser Surfer, über den hat sie ja den Eingang garantiert. Früher musstest du Spionage, da hast du mit einer Brille irgendwas fotografiert, bist dann raus auf der Bank, hast irgendeinen Strich an den Mülleimer gemacht und hast dann unten drunter was versteckt. Das war früher. Heutzutage machst du einfach bloß einen Surfer, gibst dem anderen das Passwort und dann verkaufst du Staatsgeheimnisse. Rechnest aber über die Clinton Foundation ab. Das ist der größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte. Was jetzt die Clinton Foundation wird ja auch im Moment, sag ich mal, finanziell aufgemacht und komplett durchleuchtet, jetzt im Moment. Ne? Da gab es ja auch, Rush Today hat auch darüber berichtet, dass die da einige Sachen gefunden haben und dass die, wenn es so weitergeht, dass die ihren NGO-Status verlieren und sie alles nachsteuern, also dass sie quasi bankrott sind instant, wenn das jetzt in die Richtung weitergeht. Also die zerschlagen es auch. Kannst du dich an das argentinische U-Boot erinnern? Kannst du dich an das argentinische U-Boot erinnern, was damals verschwunden ist, spurlos? Das deutsche U-Boot in argentinischer Hand? Mhm. Vor 2, 3 Jahren oder was? Mit einer Kapitänin israelischer Herkunft, argentinischer Staatsbürgerschaft. Das U-Boot tauchte dann später wieder auf beim nächsten Attentat auf Trump. Das haben sie einfach bloß geklaut. Also es ist so verrückt, was hier alles passiert ist. Hier haben wir das ja. Also ich habe da überall die ganzen Maps, könnt ihr euch alles selber durchlesen.
So, aber es ist ganz genau dokumentiert von den Annons, wann was, mit Uhrzeit, mit Stempel, wann die Raketen abgeschossen wurden, von wo die abgeschossen wurden. Die sind da schon gründlich in der Beweislage. Machen wir langsam. Ja? Was ist das Tweet vom Trump zum Beispiel? Hm? Was steht da? The fact that I'm having a meeting is a major loss for the US. Say the haters and losers who have our hostages testing research and all missile launches have... Entscheidend ist hier, er hat sich verschrieben. Immer wichtig, wenn Trump sich verschreibt, ist das Absicht. Er hat mal den Namen seiner Frau falsch geschrieben. Er hat drei Buchstaben in einem Tweet falsch geschrieben. Die drei Buchstaben führen dann wieder aufs Keyboard, da kannst du wieder was zusammensetzen. Also in diesem Maße müsst ihr denken. Weil der Deep State hat ja irgendwann auch angefangen, aufs Board zu gucken. Deswegen hat man angefangen, Falschinformationen auch übers Board rauszusenden. Man will doch den Deep State darin bestätigen, dass das, was er macht, also du hast da bestimmte Pattern beim Schach. Ne? Du machst den Move, dann den, dann den, dann den und den Move. Also musst du den Gegner darin bestätigen, dass deine Moves, mit, ne, dass er die volle Kontrolle hat. Dass er genau weiß, was als nächstes kommt. Während du aber im Hintergrund völlig andere Dinge antriggerst. Das ist ja das Geniale. Deswegen war es so wichtig, Saudi-Arabien in dieses Spiel mit reinzuholen, indem er diesen Putsch gemacht hat. Diese 27 Prinzen zur gleichen Zeit an den gleichen Ort zu bringen, ist laut einer Aussage von einer Quelle durch einen Plan einer künstlichen Intelligenz, die danach die Staatsbürgerschaft als erster Roboter in Saudi-Arabien bekommen haben soll. Diese Info nehme ich jetzt einfach mal so hin, würde aber theoretisch, weil ich habe danach extrem gegoogelt, ob es möglich ist und wie verbreitet künstliche Intelligenzen in der Kriegsplanung schon sind, und führte mich dann zu Jade Helm Project, als das gesamte US-Militär testweise mal einer künstlichen Intelligenz übergeben wurde. Also es ist nicht so weit hergeholt, dass eine AI einen Plan aufstellt, wie man 27 Leute zur gleichen Zeit an den gleichen Ort bringt. Das kann die besser als ein Mensch. Das war der Test für das, was später in Amerika ablief. Ne? Alle Leute zur gleichen Zeit, ne? Muss man erstmal testen. Nordkorea hat man zu der Zeit schon geklärt. Die meisten haben in Erinnerung, als die Meldung kam, Rocketman, show me the button. Das ist das Trump-Zitat schlechthin. Wo alle dachten, Atomkrieg. Nee, zu der Zeit hatte den Deal schon gemacht. Das ist wichtig im Verständnis für alles, was später kommt. Weil er macht immer erst den Deal und dann verkauft er das Produkt. Dass auch alle hingucken und dann die Clearance-Operation läuft, weil dann die Leute, die dagegen sind, plötzlich das Telefon in die Hand greifen und irgendwas organisieren. Und dabei schneidest du sie dann mit. In Frankreich, in England. England war zum Beispiel Skripal. Was ich mir frage, Falco, ist, wenn Trump ja mit Kim Jong-un diesen Deal abgeschlossen hatte, war ja Kim Jong schon jetzt auch, das war ja auch vor ein paar Tagen, war er wieder in China, also beim chinesischen Präsidenten, gab da einen Staatsbesuch, ne? Und ich frage mich immer so, warum geht der so viel mal nach China, anstatt sich da mit Trump nochmal zu treffen? Ist da irgendwie ein Deal vorhanden oder? Die wollten ja eigentlich diesen chinesisch-amerikanischen Trade-Deal wollten sie schon längst machen. Aber dann hat irgendjemand diese Frau von Huawei hochgehen lassen. Die hat diesen Deal eingefädelt im Hintergrund. Hm. Das ist die Info, die ich dazu habe. Aber Trump versucht gerade mit den Chinesen einen Deal zu machen, dass quasi der Ami, weil er pleite ist, jetzt ab sofort alles für die Chinesen produziert, was die Chinesen vorher für die Amis produziert haben. Und ein wichtiger Part war, erinnern sich noch Luca, wie wir geredet haben, vor einem halben, dreiviertel Jahr, dass er die ganzen Staatsverträge, die Amerika zu anderen Ländern hat, komplett alle reviewen lassen will. Mhm. Richtig, das ist wichtig, weil es sind alte Deep State-Verträge gewesen. Da muss alles, auch dieses Atomwaffenabkommen wird neu, weil überall waren Schupflöcher drin, die anderen geschützt haben. Die müssen alle neu aufgesetzt werden. Aber das Ding ist, was ich mir immer stelle, ist, warum zum Beispiel hat jetzt erst vor kurzem bei diesen ASEAN-Treffen da ja diese asiatisches, nenne ich es mal Forum oder Gesellschaftstreffen, wie auch immer, hat ja erst vor kurzem der australische Präsident und Mike Pence war ja der Vertreter von, anstatt Trump war ja dort, und haben angekündigt, eine Militärbasis am Nähe von, ist ein urschwieriges Nikunia, so eine kleine Inselgruppe, eine Militärbasis aufzurichten. Da frage ich mich so, und sie haben es gesagt, sie wollen den Druck auf
die südchinesischen Meeren erhöhen, dort wo dieses ganze Tramassel auch mit China ist. Ne? Ja, wir haben ja auch dort die meisten Schiffe nach wie vor noch. Das ist wieder der Stealth-Bomber. Du musst ja jemanden vorschicken, der in der bestimmten Region noch das erzählt, was die hören wollen. Du hast einen Bolton im Orient, der immer noch Atomkrieg, Atomkrieg schreit. Du hast in Middle East, du hast in Asien jemanden, der dasselbe ruft. Das wird also nicht passieren. Also ist der australische Präsident auch mit dabei, den Deep State zu vernichten, oder wie? Der aktuelle? Ist da schon gewechselt worden in den letzten Augenblicken? Ich habe nur mitgekriegt, dass in Australien übelst viele Pedos verhaftet wurden. Das heißt, es kann dort auch schon die ersten Moves geben. Wie nennst denn du dies? Okay, gehen wir mal. In der einen Seite, in der einen Ringecke haben wir den Deep State. Wie nennst du den anderen? Die andere Seite, wo der Trump ist. Na, ich will unterscheiden zwischen Weißhüten und Schwarzhüten. Whitehead and Blackhead. Und der Trump soll ein Whitehead sein? Ich erklär's dir so. Du hast in jedem Land, in den Geheimdiensten speziell, hast du von 100% hast du 10%, die dem Deep State angehören, 10%, die eher patriotisch eingestellt sind, die sagen, jetzt reicht's. Und 80%, die einfach nur arbeiten. Wenn zum Beispiel das LKA Bayern beim BKA eine Hausdurchsuchung macht, dann ist das für mich Whitehead Operation. Na wo gibt's denn Trump hin? Da. Wo gibt's denn Trump hin? Trump? Na, auf die Seite des Lichts, das siehst du da an seiner Haarfarbe. Also ist jetzt, du hast ja vorher gesagt, der Trump ist nicht auf der Seite des Lichts, haben wir vorher besprochen. Ja doch, aber er ist nicht der Messias. Ja. Er führt das nur aus. Er macht Amerika bloß wieder rechtsstaatlich. Das ist es ja. Und er befreit Amerika. Vor allem, in der USA ist seit 14 Tagen Shutdown. Weißt du, was jeder Amerikaner gerade merkt? Und mich betrifft das nicht. Jeder Amerikaner stellt gerade fest, seit 14 Tagen ist die Regierung nicht arbeitsfähig und mich betrifft es nicht. Weißt du, was das heißt? Trump bringt den Amis gerade bei. Also eigentlich brauchen wir Washington gar nicht. Ihr müsst in größeren Dimensionen denken. Ihr müsst es immer auf die Amis bezogen. Alles, was Trump macht, ist ja erstmal nur für die Amis da. Was Trump und Putin und der Chinesen gemeinsam machen, speziell bei diesen G20-Treffen in Argentinien, was es vor kurzem war, dort wurden ja die neuen Deals beschlossen schon, wo die Merkel leider nicht da war und Macron halt am Flughafen nicht abgeholt wurde. Das ist so. Ja, aber das ist ja, du machst da erstmal die Deals im Hintergrund und dieser Change von diesem Petrodollar-System weg. Ich gehe mal davon aus, es wird irgendwas mit. Aber schau, Fekko, der Shutdown war beim Obama genauso, da hat es über 3 Wochen gedauert. Also, jetzt, so kannst du es, das ist. Ja, es gibt einen Shutdown, den hat. Ja, schon Geduld, aber weil du sagst, das ist schon seit 2 Wochen. Beim Obama ist fast ein Monat, über 3 Wochen. Also, den hat es damals schon gegeben. Ja, 2013. Damals hat die Presse aber nicht so extrem berichtet. Sicher haben sie darüber berichtet und wie auch noch. Na, was, sicher, echt? Doch. Es ist. Man muss aufpassen, man muss ins Detail. Es ist ja umso besser. Ja, es ist nicht. Aber wie hat denn die Presse damals berichtet? Hat die dann pro Obama berichtet oder gegen Obama? Ja, pro. Weil ich denke mal, sie hat ja pro. Natürlich. Das ist ja. Und bei Trump, also kann Trump das ja gleich spiegeln. Das macht er ja gerne. Er macht Dinge, die vorher andere gemacht haben, weil er weiß, die Presse wird dann negativ argumentieren. Dann sagt er, hier habt ihr das so gemacht, hier macht er das aber so. Die Frage, die ich mir noch stelle, Falk, und die sich noch immer nicht geklärt hat, okay, gehen wir mal davon aus, spielen wir mal ein fiktives Spiel durch. Es gibt diesen Deep State, Clinton und diese ganzen alten Regierungskreise, sag ich mal, die quer über die Welt verstreut sind, dieser Deep State, wenn du so möchtest, ja, die eine einheitliche Agenda haben. Bilderberg, egal jetzt wer, ja, wen wir da auch jetzt reinnehmen, okay. Das ist so diese alte Elite, nennen wir es mal so. Wer ist dann die neue? Mhm. Wen zählst du da dazu? Zu der neuen Elite, das ist eine gute Frage. Die neue Elite wird sich erstmal, es ist ja erstmal das Ziel, die Rechtsstaatlichkeit global wiederherzustellen. Erstmal ein normal funktionierendes System aufzubauen, was nicht auf Gangstereien oder einen anderen bescheißt. Das ist ja das Ziel. Das wollen die Inder, das wollen die Asiaten, das wollen aber auch ein Teil der Europäer. Und vor allen Dingen auch die in Amerika, die von dem System bisher benachteiligt wurden, wollen das auch. Die neue Elite in Europa wird zum Beispiel das Habsburger Reich sein, was jetzt gleichzeitig noch, weil die Serben ja auch das griechische, also das serbische Königshaus hat letzte noch das griechische Königshaus geheiratet. Deswegen ist diese Achse, das Habsburger Reich bis runter zum Mittelmeer, ist eine neue, die dieses Loch der Rothschilds stopfen sollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich noch nicht beurteilen. Ich kann nur den Ist-Stand aktuell. Na, aber wen gibt's da dazu? Ich meine, ist der Trump jetzt, sag ich mal, auf der hellen Seite? Wen zählst du da noch dazu? Wer ist im Team von Trump? Der Putin? Der
Erdogan. Erdogan, der neue Saudi, dieser junge Saudi, der gehört nicht zu diesen wahhabistischen Gruppen. Und ihm ging es vor allen Dingen auf den Sack. Das wird Netanyahu? Ihm ging es auf den Sack, dass Saudi-Arabien die Hauptschuld wegen 9-11 ging. Er hat zum zionistischen Botschafter der Amerikaner auf saudi-arabischen Boden gesagt, mir geht das auf den Sack, dass wir die Hauptschuld für 9-11 haben. Ich will das veröffentlichen. Damit löste er einen Khashoggi aus. Khashoggi war schon seit März geplant. Ich gehe immer noch davon aus, dass der irgendwo in Paris im Hotel ist. Aber lass uns, ja, also langsam. Du bist schon wieder so weit vorne. Wer ist jetzt so dabei? Der Trump, der Erdogan, Putin, Putin. Saudi-Arabien, der, neue, der MBS, Saudi-Arabien, Israel. Israel, der neue, der jetzt gegen Netanyahu in die Wahl geht, der ist definitiv auch dabei. Der kann nicht, der Alter, neue Brasilianer. Feiko, der kann nicht dabei sein. Der ist der ärgste Rechtstyp, den es nur gibt. Der Liebermann, oder wie heißt der? Ja. Luca, hilf mal. Wie heißt der? Ist das der Liebermann? Liebermann, glaube ich, oder? Nee, Liebermann ist es nie. Wie heißt der? Es ist ein völlig anderer Liebermann. Liebermann. Nee, Liebermann war nie. Es war ein komplett anderer General, der jetzt gegen, der weder Liebermann noch der andere. Sag mal, Luca. Der gehört ja zu diesem. Nee, ich muss das eingeben, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Bei uns ist auf jeden Fall nicht der Liebermann. Der Liebermann ist ja selber zurückgetreten. Die ganze alte Garde, auch in Israel. Ja, aber der ist ja nur zurückgetreten, weil er gegen Netanyahu antreten will. Nee, der Liebermann ist da als Verteidigungsminister. Ja, genau, der ist zurückgetreten, um mit seiner Partei dann bei den nächsten Wahlen gegen Netanyahu anzutreten. Ja, aber der gewisse Herr, wie hieß der von BlackRock, der auch angetreten ist, um Frau Merkel zu beerben? Also, und die ganzen Leute siehst du auf der hellen Seite der Macht gegen ein Deep State? Ja, ich sehe, dass sie gerade überall gleichzeitig. Benny Gantz, du das richtig ausspricht, der Ex-Generalabstef Benny Gantz gründet neue Partei. Was, der? Okay. Genau, der war Widerstandskraft für Israel. No. Und ich muss dazu sagen, ich habe vor uns in der Pause habe ich eine Meldung gekriegt, dass in Israel gerade, was war uns, muslimische, hebräische und christliche Frauen zusammen einen Marsch gerade durch Jerusalem irgendwie machen. Hab ich mir noch nie angeguckt. Also dort sind auch schon solche Art Gelbwesten-Operations am Starten. Im Irak gibt es aktuell schon erste Gelbwesten. Im Libanon hat man gelbe Westen gesehen. Ja. Selbst in Ägypten rennen sie dort. Und sie destabilisieren, machen das zu einem Regierung Movement. Regierung damit. Ja, aber die machen das zu einem Movement, sodass jedes Land sich selbst befreit. Das Gefühl hat auch, sich selbst befreit zu haben. Das haben die Leute beim arabischen Frühling auch geglaubt. Ja, danach wurden sie verarscht. Ach ja, und warum soll es jetzt anders sein? Weil wir diesmal alle Gangster erstmal einschließen. Ach so, okay. Und danach müsste ja theoretisch ein Reset möglich sein. Du musst erstmal alle Gangster. Wie kriegst du einen Gangster dazu, seinen Kopf rauszustecken? Du brauchst ein Trampeltier. Das Ding ist einfach, das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass man spricht immer von allen Gangstern. Die Frage ist immer, wer definiert denn den Gangster? Und wer definiert den Gangster denn nicht? Das ist wie das Schwarz- und Weiß-Denken. Eine Seite ist das Böse und die andere Seite ist das Licht. Ne, das Grundgesetz definiert in Deutschland den Gangster. Und die amerikanischen Gesetze gelten für amerikanische Gangster. Die saudi-arabischen Gesetze gelten für saudi-arabische Gangster. Schau mal, jetzt zum Beispiel ein extremes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass ich sage, dass Thomas zum Beispiel noch Fleisch isst. Also er ist nicht Vegetarier oder Veganer. So. Und ich bin aber dafür, dass man kein Fleisch mehr isst. Und es gibt ja so penetrante Leute, die sagen, wer das nicht isst, soll eine Steuerzahlung auf das Fleisch machen. Ne? Und du kannst es so weit spielen, das heißt, weil du nicht das Spiel mitspielst, was ich nicht möchte, bist du der Böse. Ja, aber das kommt ja normalerweise nur als Medienoperation, überhaupt erst ans Tageslicht. Das ist ja eine Minderheitenmeinung, die über die Medien als Gesamtmeinung vertreten und verkauft wird. Ohne diese Operation. Also es ist ja, du musst ja im Hintergrund, ein Politiker hat ja im Hintergrund noch mehrere Pressemitglieder und die das alles managen. Wenn du das alles wegnimmst, wird das so ein Bullshit. Also wenn das eine Person will, die kann das ja dann machen, dass sie nur Fleisch essen, also nur immer die Rockefleisch. Aber normalerweise würde das ja kein Medienimperium dann heben, um alle damit zu unterdrücken. Wenn das normal entsteht, ist das doch okay. Aber wenn das so von oben herab uns allen aufgezwungen, das ist das Problem. Die Leute sollen doch endlich mal selber entscheiden können. Das Ziel wäre so. Bis jetzt sieht es nicht gar nicht so aus, wenn ich mich durch meinen gesellschaftlichen Blick so rumschaue. Also das Ding ist, ich sehe das ja schon, Falk, weiß ich ja nicht so, dass darum sprechen wir darüber, dass ein Riesenumsturz im Gange ist.
Aber die Frage ist immer, für wen hat es dann wieder in eine positive Richtung, für wen hat es in eine negative Richtung, weil es ist immer so diese Balance. Ich sehe nicht, dass alle, wenn man spricht immer von alle, wenn jetzt in den Knast kommen, die böse sind, so alle, also sind auf der ganzen Welt alle. Lasst uns einmal versuchen, bitte, dieses Holodeck einfach weiter zu spinnen. Ja? Ihr kommt es mal immer aus. Okay, Step by Step. Wir haben den Deep State und wir haben, sage ich einmal, diese, nennen wir es jetzt die Weißen, irgendein Name jetzt, die Weißen. Da ist dabei Trump, da ist der eine Israeli dabei, da ist Saudi-Arabien dabei, da ist Erdogan dabei, da ist Putin dabei, da ist der Nord... Der neue brasilianische Präsident, der neue Mexiker. Überall, wo die Regierungen jetzt schon gewechselt haben, hat man das okay, so gemacht, Step by step, lass mich mal den Pace angeben, bitte. Nimmst den Brasilianer jetzt dazu, dann hast du den Nordkoreaner dazu, so. Und das sind jene, die uns, die Welt quasi von dem Deep State befreien sollen. Ja oder nein? Ja, oder? Das sind erstmal die als nicht korrupt, als nicht am Kinderhandel beteiligt, als nicht an den letzten 17 Jahren an Kriegsverbrechen beteiligt, herausfilterten Personen, die man auf die Bühne schützt. Also die erstmal keine Verbrechen bisher begangen haben. Trump selber auf der Epstein-Insel und alles war. Okay, soll so sein. Dieses Buch befindet sich aktuell im Besitz des US-Militärs. Und man wird bestimmt Trump auch einen Deal gemacht haben und sagt, wenn du jetzt die Rolle so spielst, wie du sie spielst. Ist ja ganz egal. Gehen wir das Holodeck weiter durch. Okay, du hast jetzt, wir haben die Player auf der einen Seite, wir haben die Player auf der anderen Seite. Jetzt die Weißen werden den ganzen Deep State einsperren und angreifen. Was passiert als nächstes? Als nächstes, als wichtigstes war, dass die Weißen erstmal die NSA erobern. Das war der wichtigste Schritt. Okay. Um erstmal die Namen rauszufiltern. Danach darf es ja nicht so sein, du willst ja nicht einfach mit den Panzern eindrücken, sondern du willst, dass das Volk das selber merkt, selber aufwacht und selber mit dem Finger sagt, das und das sind die Gangster. Das ist jetzt dieser Awakening-Prozess, der gerade läuft. Denn wenn Trump jetzt mit dem Militär einrückt und einfach alle verhaftet, wie bei Erdogan einst, dann hat es diesen Beigeschmack. Deswegen ist es wichtig, dass in den gesamten westlichen Staaten sich das Volk französisch-style selbst befreit. Okay. Es darf nichts mit Gauland, Seehofer oder Maaßen zu tun haben oder mit Putin oder auf Trump zurückführen. Das Volk muss es selber merken. Das ist jetzt wichtig. Spiel's weiter vor. Nicht zu sehr in die einzelnen Bubbles reingehen. Okay. Dazu war es wichtig, dass man erstmal die Presse erobert. Ja. Das war ganz wichtig, dass man einen Teil der Presse erstmal erobert. Diese Operation Mockingbird erstmal zur Hälfte beendet. Das war wichtig, deswegen kommen wir auch in letzter Zeit das heißt, die Weißen, raus. Ich muss dich bremsen, Falko. Das heißt, die Weißen versuchen jetzt da die Presse wieder unter ihre Gewalt zu bekommen, sozusagen, richtig? Richtig, gut. Damit überhaupt erstmal die Meldungen, die wichtig sind, überhaupt rauskommen, ansonsten berichten die einfach gar nicht. Okay, bin ich bei dir. So, was ist dann der nächste Step? Sie haben die Presse, sie sperren die ganzen Leute ein, sie bringen die Presse wieder unter Kontrolle. Erstmal ist der nächste, also wenn du die Presse erobert hast, dann kümmerst du dich um die Low Levels. Die Zulieferer für Blackmail-Systeme, also Kinder zu liefern, Drogen zu liefern und so weiter und so fort. Das merkst du daran, wenn ein Flughafen geschlossen wird, zum Beispiel an Silvester 2017 zu 2018 waren in Amerika 40 Flughäfen gleichzeitig down. Vom 31.12.2017 bis zum 28.02.2018 wurden alle Low-Levels gecleared und hat sie weggefangen. Teilweise wurden Flugzeuge von Japan zurückgeführt nach Amerika, um nur eine Person rauszufinden. Die Low-Levels verraten dann die High-Levels. Ne? Also wenn jetzt in Berlin der Flughafen down ist, dann ist das eher Low-Level. Wenn in München und Frankfurt der Flughafen down ist, dann sind das eher High-Levels. Das ist mal alles klar. Okay, dann werden die Leute dann irgendwann eingesperrt. Spult weiter vor. Mach einen Sprung nach vorne. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Politiker plötzlich alleine dastehen, ohne Background im Hintergrund, der sie mehr unterstützt. Wir mussten letztes Jahr zum Beispiel im Hochsommer, im Spätsommer 50 Grad, was die gesamte deutsche Ernte vernichtet hat. Damals habe ich ein Video gemacht, das hieß 50 Grad schwitzen im Führerbunker für den Weltfrieden. Zu der Zeit wurde entschieden, ob sich Deutschland aus dem Iran zurückzieht, von diesem Iran-Deal. Da hat es in Stuttgart 17 Uhr 50 Grad gegeben und in Berlin 17 Uhr 50 Grad. Die ganze Woche lang, am Stück, während der Beratung. So lange, bis dann Daimler sich aus dem Iran zurückgezogen hat und die Merkel und alles sich dann auch rein. Okay. Also das sind die Kriegsmittel, die hier laufen. Ne? Oder mal eine 30 cm Tsunamiwelle über Teneriffa. Und so. Alles klar. Das ist alles.
Du schwappst immer aus. Geh mal Step by Step jetzt da weiter. Okay, die werden eingesperrt nach der Reihe der Deep State. Es wird die Presse unter Kontrolle gebracht. Was passiert als nächstes? Was sind die großen Keypoints? Als nächstes ist in jedem Land bloß noch der Politiker, die politische Klasse vor Ort. Du hast die Konzerne drumherum weg und du hast die Presse unter Kontrolle. Ja. Jetzt ist bloß noch die Merkel allein im Wald, Macron allein im Wald, die May allein im Wald. Jetzt kannst du über die Presse und die alten Strukturen müssen sich jetzt selbst zerstören. Was kommt danach? Danach gibt es Neuwahlen. Von wem? Oder was? Da wird dann das... Ja, von denen, die noch übrig sind. Wenn du sagst, okay, es gibt im Moment einen Kampf zwischen Seite A und Seite B, der quasi mehr oder weniger offensichtlich ist, dass die Strömungen sich jetzt da mittlerweile permanent ans Bein pissen, bin ich ganz bei dir. Wir können das alle, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass da vieles im Gange ist. Jetzt angenommen, eine Seite gewinnt irgendwann, ja? Sagen wir, der Trump, seine Seite in der Ringecke, gewinnt gegen diesen vermeintlichen Deep State. Okay, dann die Presse haben wir gehabt. Okay, wie geht's dann weiter? Was sind die großen Steps dann danach? Dann sitzen die an der Macht? Jetzt hat er quasi den Sumpf ausgetrocknet. Das ist wichtig als Bezeichnung. Der Sumpf wurde jetzt ausgetrocknet. Ne? Also wenn die Presse, also wenn bloß Presse erobert, die Konzerne drumherum erobert, diese Blackmail-Systeme abgeschaltet wurden, ist der Sumpf erstmal ausgetrocknet. Jetzt sind bloß noch Politiker, die sich gerade selbst zerstören, aber ansonsten überall volle Kontrolle von den Patrioten vor Ort im Geheimdienst und des Militärs. Das ist wichtig. Zum gleichen Zeitpunkt hast du die ISIS besiegt. Das ist wichtig. Der Petrodollar lebt ja vom Krieg und vom Öl. Du kannst die Fed nicht eher angreifen, ehe der Sumpf nicht ausgetrocknet ist. Aber was kommt danach, Falco? Das ist alles so... Danach kommt ein neues Finanzsystem und Neuwahlen. Und danach darf sich aber keiner von uns zurücklehnen, weil alles cool ist. Und danach wurden erstmal die Grundvoraussetzungen für einen Neustart geschaffen. Okay, dann haben wir, okay, nur danach langsam. Ich bringe auf, okay. Danach müssen wir trotzdem noch was wir machen. Haben, ne? Danach, also der Chinese hat geplant, in diesem Jahr dieses MAGA, ne? Make Earth Great Again. Die wollen die Meere sauber machen. Das dauert knapp 100 Jahre. Nordafrika aufbauen, Syrien aufbauen, sind die Verträge schon geschlossen, Iran, Irak, alles dort finanzieren, will der Chinese und der Russe dort alles komplett aufbauen, was ja zerstört wurde, die wollen auch alle, die jetzt nach Europa gekommen sind. Ja, der Chinese ist der am meisten Kohle macht mit der Zerstörung von Syrien. Nee, der Chinese hätte sich in Syrien erst eingemischt, wenn der Iraner in Bedrängnis gekommen wird, weil der Iran ist die direkte Ölversorgung für China. Die Chinesen haben sich direkt eingemischt. Wenn Iran in Probleme kommt, natürlich mussten sie ja. Ja, aber die haben dort die meisten Verträge mit Assad abgeschlossen, die Chinesen. Ja, der Chinese sitzt gerade aktuell mit einem Schiff in Haifa. Also der Chinese ist mittlerweile im Kriegsschiff gerade vor Haifa. Als der Army abzieht, legt der Chinese an. Also man hat jetzt in Netanyahu schon erklärt, dass es hier neue und alles, was er dort, vor allem der Chinese hat sich ja niemals vergessen, wer damals die Opiumkriege gegen China geführt hat. Die Leute, die jetzt vor Trump auf der Flucht sind, können nirgendwo hin. Nach Russland nie, nach Europa nie und aber auch nicht nach China. Das muss man ja verstehen. Ich habe dann extrem viel Recherche gemacht, um herauszufinden, ob es immer wieder dieselben Gangster waren. Und ja, es waren immer wieder dieselben Gangster. Der hatte den Angriff auf Pearl Harbor Beauftragte, seine Oma hatte mit dem britischen Feldmarschall. Alles, was in China, der Kommunismus ist keine russische Erfindung, das haben die Briten. Ich empfehle das Buch Victor Rothschild, Soviet Spy. Die meisten glauben ja heute noch, es gab eine Bay of Pigs und eine Kuba-Krise. Das können wir jetzt da mal aufklären. Ich würde trotzdem, ich gehe nochmal zurück, ich will das endlich fertig diskutiert haben. Dann kommt ein neues Finanzsystem, what's next? Wie schaut das Finanzsystem aus? Kommt dann ein globales? Kommt dann die Einheitswährung? Ich glaube nicht. Was glaubst du, was da kommt? Es wird erstmal ein zentralbankfreies, also es wird ein verstaatlichtes Zentralbanksystem. Also du glaubst, dass die Länder wieder ihre eigenen Banken hochziehen mit ihren eigenen Währungen? Die Asiatischen wollen auf jeden Fall alle Zentralbanken verstaatlichen. Und wenn Trump das vormacht, dann alle anderen folgen. Weil diese privaten Zentralbanken sind Bullshit. Die ganzen Staaten lösen sich im Moment alle vom Dollar. Das kann nicht stimmen. Die ganzen BRIC-Staaten. Doch. Wenn die sich vom Dollar trennen, so kollabiert das Federal Reserve Konstrukt. Das ist es doch. Du ziehst die Truppen ab, alle lösen sich vom Dollar und boom, da implodiert das ganze System. Alle sind sauer. Und was passiert dann? Falco, wenn das System implodiert, gibt es Chaos auf der ganzen Welt.
Ja, aber bis dahin sind doch überall die Leute schon auf der Straße und es wird alles geregelt ablaufen, weil dann Trump mit dem Finger einfach nur auf die Fed zeigt und twittert. Hab ich's euch nicht gesagt? Hab ich's euch nicht gesagt? Hab ich's euch nicht dann gesagt? Sind alle auf, dann sind alle auf der Straße, es herrscht Chaos in den Städten und das ist dann was Gutes? Ja, aber es ist ein kontrolliertes Chaos. Guck mal, in Frankreich haben die Leute da, die haben eine Straße, auf der es Bill Action war. Da kannst du davon ausgehen, es war das französische Militär gegen das französische Militär selbst, die so ausgesehen lassen haben, als wäre es im ganzen Land so. Mhm. Das ist nicht das Problem. Die wollten Macron dazu bringen, dass er sagt, jetzt müssen wir aber diese scharfen Waffen auf die Panzer oben dran. Mit Unterschrift, und somit hat er ein Verbrechen begangen. Man konnte den Innenminister in Frankreich raus. Du musst sie dazu bringen, ein Verbrechen zu begehen. Notfalls mit Show. Okay, dann nur um das zusammenzufassen. Das heißt, das Finanzsystem kollabiert, es kommt ein neues Finanzsystem. Und was für... Richtig. Wer regiert dann... Das weiß ich nicht. Was danach noch alles kommt, das weißt du nicht. Mein Ziel war es erstmal, dass alle Panzer nach Hause gehen. Soll ich dir meine Prediction sagen, was passieren wird? Sprich? Ich glaube, dass du, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so kommen wird, wie es das du sagst. Nur ich glaube, dass der Outcome ein anderer wird. Ich glaube, dass sie die UN auf das Podest heben, so dass die UN jetzt, sag ich mal, großes Weisungsrecht hat über allen Staaten drüber. UN wird zerstört, die UN, das kann ich dir mit 100% sicher sagen. Dann halten wir fest, 9.1. hat die Wette gilt, ich halte dagegen. Trump hat vor 2 Tagen ein Interview gegeben, wo im Hintergrund jemand mit einem Freemason-Symbol war, in voller Aufsicht. Ich habe mal was gelesen, dass sich jetzt die ganzen Logen in Amerika haben jetzt beschlossen, die Einmischung der UN in amerikanische Interessen konsequent abzulehnen. Der Duterte aus Philippinen ruft auf, die UN anzuzünden. Und immer mehr Staaten werden sich jetzt gegen die UN wenden, dieser Vertrag. Ich glaube genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass sie die UN komplett revolutionieren werden, dass es sehr viel sich ändert, einfach wie die UN ja, Dinge handelt und den Status der UN, weil die UN ist nicht wirklich... ist im Moment nicht, hat nicht wirklich was zu melden. Ich glaube, dass sich das alles ändern wird. Ich glaube, dass die UN dann diese One World Government sein wird in ein paar Jahren, die eigentlich alle versucht haben zu verhindern. Und dass das in die Richtung gehen wird. Ich glaube, ich bin ganz bei dir, dass ich glaube, dass diese Strukturen, die im Moment haben, auch mit dem Finanzsystem, dass das alles im Moment ja, implodiert oder halt gezielt implodiert wird. Aber ich sehe halt nicht das Gute danach. Überhaupt nicht. Nicht, dass ich jetzt das sage, dass es so, wie es jetzt ist, gut ist und dass ich das verteidige. Im Gegenteil, ja. Aber ich sehe nicht diesen positiven Outcome. Wenn das Finanzsystem crasht, heißt es, kommt ein neues Finanzsystem. Wahrscheinlich, wenn sie es dann auf irgendwelche Kryptowährungen oder auf sonstige Sachen machen. Aber ich sehe da nicht dieses ja, wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, dann fängt erst die Scheiße so richtig an für uns. Weil es gibt Gründe, warum jedes Land fast und speziell auch in Österreich und auch in Amerika, dass die ganze Polizei und so weiter aufmagaziniert wird. Und dass da extrem viel in die Überwachung gesteckt wird. Dass es einen Grund gibt, warum China und Amerika jetzt da so tolle Buddies sind, damit der Google-Chef rüberfliegt und das neue Zensur-Google für China mitprogrammiert, dass sogar die eigenen Google-Mitarbeiter protestieren dagegen. Aber es ist ja alles so gut, dass die jetzt da Frieden haben. Ich glaube eher, dass die alle unter einer Decke stecken und im Endeffekt genau das eintrifft, wo wir alle glauben, ja, jetzt kommt der große Weltfrieden, aber es wird genau dagegen der Fall sein. Tom, wir haben gerade einen Falco verloren. Oh nein! Ja, wo ist er denn? Denn sein Handy ist sicher leer geworden. Warte mal kurz. Wahrscheinlich. Wollen wir mal kurz in die Pause gehen? Lass uns kurz eine Pause machen und schauen, dass wir den Falco wieder reinkriegen. Passt. Genau, alles klar, dann bis gleich. Wake up inside. I feel your mind inspired about me and the you. True information. Connect the dots. Big picture. Who knows? Mm-hmm.
wenn wir jetzt zurück nach Klosterneuburg gehen, so ist das ein Teil der Altstadt und unter diesen Straßen und unter diesen Häusern gibt es große Kellerbereiche. Die meisten sind noch verfüllt, nur wenige wurden bisher freigelegt. Wir schätzen gerade in Klosterneuburg, dass dort also eine Gesamtanzahl der Ganglängen mehrere Kilometer misst. Jetzt haben wir also es dort mit prähistorischen, unterirdischen Gängern zu tun, aus der prähistorischen Zeit. Warum? This is the look of the Mexican Pyramid of the Sun. So sieht die mexikanische Sonnenpyramide aus. In Teotihuacan. In Teotihuacan. 160 years ago. Vor 160 Jahren. Before they clean it. Bevor sie gesäubert wurde. 75 years later. Und 75 Jahre später. One of the most beautiful examples of the pyramid architecture. Eines der schönsten Beispiele von Pyramidenarchitektur. Und was ich überhaupt nicht wusste, war, in dieser Ebene von den 28 Meter Tiefe gibt es noch eine Ebene weiter drunter. Abenteuerlicher Weg. Und in dieser unteren Ebene war dieser Sarkophag aus Alabaster. Und was Sie aus der Entfernung vielleicht nicht ganz so deutlich sehen, man sieht keinerlei Bearbeitungsspuren. Der Deckel ist zur Hälfte kaputt, fehlt rechts. Natürlich war wieder Fotografieren verboten. Und naja, Sie wissen, wie das ist. Das Verbote sind dazu da, dass man sie umgeht. Und dann habe ich meine Taschenlampe genommen und unter den Deckel gehalten. Und dann fing der Deckel an, wie in der Abendsonne zu leuchten. Über 34.000 Objekte an einem Hügel gefunden. Alleine das Brennen dieser Objekte hätte so viel Holz benötigt, dass es in den letzten 100, 200 Jahren in Acámbaro gar nicht gegeben hat. Also man muss schon vorsichtig sein, wenn man eine Sammlung als Fälschung deklariert, muss man erst einmal schauen, wäre es möglich gewesen, diese Fälschung vor Ort anzufertigen? Nein. So viel Holz hat es in der ganzen Umgebung in der Vergangenheit gar nicht gegeben, was für das Brennen dieser Objekte notwendig gewesen wäre. Und es hat Untersuchungen gegeben, und zwar 1968 im Isotopes Incorporation New York, C14-Analyse von drei Objekten. Das erste Objekt 3500 plus minus 100 Jahre. Das zweite Objekt 6480 plus minus 170 Jahre und das dritte Objekt 3060 Jahre plus minus 120 Jahre. Und die Frage, haben vielleicht doch einige Dinosaurier überlebt oder war das nur schamanistisches Wissen, das dann in Form von Objekten umgestaltet wurde? Also Frage über Frage.
Das war der Hunos-Kongress. Ich hoffe, ihr seht alle Bild. Das war der Hunos-Kongress 2018. Wir schauen, dass wir 2019 weitermachen und alle Leute da draußen, ihr werdet das Video, ihr werdet die Videos dann draußen auch finden für Fördermitglieder. Also jeder beginnt ab 1 Euro, wenn ihr uns unterstützt. Wir schicken euch die Links, wir bearbeiten das wirklich professionell auf. Helft uns, weil wir schaffen es nicht ohne euch. Und ich sage herzlichen Dank. Danke an die Zuschauer da draußen, an das große Internet, an das Kollektiv und ihr seid es. Danke. Hallo, wir haben heute einen Tag Hunos-Kongress. Wie ist euer Eindruck von dem Event heute? Sehr, sehr super gut und vielseitig. Ich werde wiederkommen, wenn das einmal im Jahr ist oder zweimal im Jahr. Wir werden es versuchen. Auf jeden Fall sehr interessant, auch gut gemacht mit den Pausen. Man konnte sich danach noch trotzdem gut konzentrieren. War sehr interessant. Ja. Hat es euch gefallen? Ja, war ja jetzt auch super lang, aber man hat es einfach alles haben wollen. Ja. Ich wäre nicht früher gegangen. Ja, es war sehr, sehr super. Ja. War super. Interessante Referenten waren. Absolut profunde Kapazunder da, die Großen der Forschung schlechthin. Und ich meine, ich habe jetzt nichts Neues erfahren, weil ich bin eh sowieso dran. Tom Who Knows kannte ich auch schon lange, finde seine Arbeit wunderbar. Und die, wie sagt man, die Redner, die Sprecher, ich bin ihnen ewig dankbar. Infinity Love and Gratitude, sage ich da nur. Denn die helfen wirklich, dass wir endlich weiterkommen, alle miteinander. Mein Resümee, ich habe ja durch den ersten Beitrag vom Herrn Klum, schon wie er heißt? Kusch. Kann ich noch gar nicht, fand ich total interessant. Also ganz neu? Ganz neu, genau. Die anderen Vorträge kannte ich alle schon über Internetvorträge und auch über Bücher. Und ich finde alle durchweg sympathisch und auch glaubwürdig. Klar, man muss immer seine eigene Meinung bilden, das bin ich auch hier deswegen. Aber die ganze Leute hier finde ich total, wie soll ich sagen, schöne Energie. Also das Ambiente auch gefallen, beziehungsweise die Personen, die gekommen sind als Gäste? Ja, also wie gesagt, die Energie, auch die Menschen, die dabei sind, ihr als Organisatoren, eine super Truppe. Ich finde es klasse, dass ihr das macht. Cool, schön, dass das so gefallen hat. Ja. Dann sage ich danke. Ja, sehr gerne. Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Falco haben wir auch wieder aufgeklappt. Falco, kannst du uns verstehen? Klar und deutlich. Jo. Sehr gut, sehr gut. Also du hast das Ganze nicht verstanden. Ich versuche das jetzt nochmal zu wiederholen. Also meine persönliche Prediction, oder wir können das gerne mal dann auch durch die Runde geben, wie von euch, sage ich einmal, die Prediction jetzt so sein wird für dieses Jahr oder die kommenden Wochen, Monate, Jahre. Ich persönlich glaube, dass es... nicht zu weit ausholen. So, okay, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ich glaube schon, dass es große Machtumwälzungen gibt und ich glaube, dass diese ganzen Weißen, die du jetzt so nennst, mit Trump etc., es wird zu einem, sie werden alle miteinander backeln und sie werden sich alle auf einen Haufen hauen und werden quasi jetzt da auf, wir sind die großen Buddies und große Revolution und sie werden die Alten alle einsperren. Ich glaube nur, dass das nicht der Weg ist, den, wie soll ich so schwierigen Worte zu fassen. Ich glaube nicht, dass es, warte ganz kurz, ich glaube nicht, dass es so rennt, wie viele sich das vorstellen, dass die Leute jetzt, ja, wir machen jetzt da Frieden und die Federal Reserve crasht und das Weltwirtschaftssystem crasht und eine neue Währung und. Ich glaube nämlich, dass sie sich alle zusammenhauen, sie werden die Überwachungen und die Militarisierung der Polizei und des ganzen Innendienstes und so weiter noch mehr ausfahren und werden das Ganze dann unter einer UN vereinen sozusagen. Und ich glaube, dass der nächste große Machthaber, wenn du so willst, also das World Government, die UN ist und dazu kommt auch noch, sage ich einmal, die Zusammenlegung oder halt die
die gegenseitige Annäherung aller Religionen, inklusive dann dieser große Tempelbau. Alles, was du sagst, ich bin ganz bei dir, ich sehe es ebenfalls so. Ich glaube nur, dass das Outcome ein anderes ist. Ich sehe ganz am Ende des Tunnels nicht dieses große Yeah, wir haben es endlich geschafft, es ist der Frieden, sondern ich glaube, dass das die größte Täuschung des Jahrtausends ist, dass alle glauben, der Frieden ist da und in Wahrheit ist es so. Das wäre alles so, wie du sagst, unter der Prämisse, dass es kein Movement zum Awakening gibt. Wenn du aber alle auf diesem Planeten erstmal auf denselben Wissensstand bringst, dann sorgst du schon vorsorglich dafür, dass später dieser Bullshit gar nicht mehr möglich ist, weil du den Leuten ja erstmal erklärst, wie die Gangster sind. Es wird dann in jedem Land laufen, Dokumentation, wie sie es gemacht haben und was und das, die Verbrechen drum und dran. Und was, ey? Du musst die Leute bilden in dem Maße, dass sie dann diese Muster erkennen, wenn sie wieder passieren. Du musst doch heutzutage bloß zu irgendeiner Meldung auf Google eingeben, du siehst alle Zeitungen und posten zur selben Uhrzeit bei Google. Siehst du, dass sie alle, können die mehr sagen, dass die nie abgestimmt werden. Ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird, dass alle, die gegen diese neu gemachte Meinung ist, als die neuen Terroristen angesehen werden. Dann werden diese ganzen Überwachungsprozesse, die sie da ausbauen und in so einem rasanten Maß im Moment, auch in Amerika, in China, in Österreich und so weiter, dass das dann alles gegen die Menschen angewandt wird. So quasi, alle Regierungschefs verstehen sich plötzlich und sie backeln alle gemeinsam und alle, die dagegen sind, sind dann die neuen Terroristen, wenn du so möchtest. Wenn es die Bürger zulassen. Es wird aber erstmal darauf hinauslaufen, dass die Bürger überhaupt erstmal Macht bekommen in ihrem eigenen Land. Dass die Strukturen so geschaffen werden, dass die Leute überhaupt erstmal agieren können. Was sie dann daraus machen. Wie möchtest du denn? Das ist dann jedem Land selbst überlassen. Aber wir müssen ja erstmal diesen Ist-Zustand erreichen, dass die Völker, dass Demokratie überhaupt erstmal Sinn macht, wie man die Demokratie hier auch bezeichnen will. Dass man erstmal eine Rechtsstaatlichkeit in jedem Land, aber auch global wieder hinkriegt, an die sich alle halten, ohne Schlupflöcher. Und dass in Punkt 3 die Kriege, die vom Deep State angefangen wurden, beendet werden. Und damit die Völker verstehen, dass der Israeli und der Moslem haben eigentlich untereinander kein Problem. Es sind die Fernsehsender in Israel und die Fernsehsender in den islamischen Ländern, die diese Probleme erzeugen. Aber genauso ist es ja auch hier in Deutschland, in Europa. Das waren immer die Medien und die Politiker und diese im Hintergrund. Eigentlich wollen alle Menschen nur, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie eine gute Bildung haben und den Job. Ob die jetzt nur, dass sie leben können. Die meisten Menschen haben kein Interesse an Weltherrschaft oder sowas. Der Inder ist nicht auf diesem Trip, dass er die Weltherrschaft führt. Der Chinese muss sein Überleben sichern, deswegen muss er in Afrika so agieren. Der Chinese muss aber auch diese Kameratechnik und alles extrem aufbauen, weil er muss 1,4 Milliarden managen, nur Menschen managen. Das ist nicht so einfach. Das Managen wird dann die große AI übernehmen, die dann bei der UN spricht und die Trump und Co. alle preisen. Ich glaube noch nicht mal, dass es die UN noch so lange gibt. Ja, das werden wir ja sehen. Also da wette ich einfach dagegen. Das werden wir schau, wir können jetzt da so lange drum herum reden, wie was sein wird. Wir werden es mit der Zeit dann sehen. Also wie gesagt, der Peter hat sich geschrieben, wir werden in drei Jahren hoffentlich früher, dann zurückblicken und dann schauen wir einfach, wer recht behalten hat und wer nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Was mich jetzt da interessiert, persönlich, Luca, wie schaut es bei dir aus? Oder Chris, wie schaut es bei dir aus? Was ist so deine Prediction für dieses Jahr? Was glaubst du? Oder was glaubst du, in welche Richtung das Ganze gehen wird? Wird es wirklich so die große Gelbwesten-Revolution geben? Wird der Deep State komplett eingesperrt und kommt dann dieses große Yeah, wir sind alle frei? Oder wie? Lass uns einmal durchgehen. Wie seht ihr das? Ja, da kommen wir zum Thema Vorhersagen. Do it, baby. Du musst doch nicht wetten, ja? Ja, das würde ich sowieso nicht machen, aber wir sehen ja, dass sich das Klima in sämtlichen Regionen immer mehr zuspitzt. Ja, es kommt darauf an, was man erwartet. Also natürlich kommt demnächst ein Währungscrash oder irgendwas mit unserer Währung wird passieren. Oder wie meinst du das jetzt genau? Was spul 2 Jahre vor? Was siehst du? Wie sieht die Welt aus in 2 Jahren, 5 Jahren? Naja, natürlich hofft man sich, dass der beste Case eintritt. Aber wir haben ja jetzt gesehen anhand den letzten Jahren, dass man kann das Spiel ja eigentlich fast unendlich lang weiterspielen, das, was wir gerade haben. Mhm.
Und daher glaube ich, dass der Wandel kommt oder dass die Veränderung kommt, wenn es geplant ist. Von denjenigen, die jetzt die Zügel in der Hand haben. Wird das deiner Meinung nach, sage ich mal, der positiv erhoffte Wendepunkt sein? Oder denkst du, dass das dasselbe Spiel mit unterschiedlichen Spielern vonstatten geht? Danach wird dasselbe Spiel vermutlich, wie wir es jetzt haben, auch wieder weitergehen. Nur mit ausgetauschten Figuren. Okay. Dimi? Was ist deine Meinung? Ja. Ist schwierig zu sagen. Genau deswegen mache ich ja Big Data, weil du kannst nie in die Zukunft gucken. Du kannst nur anhand von 1000, 10.000 Meldungen, die über den Mainstream kommen, ungefähr eine Richtung deuten. So, deswegen sage ich ja immer, die Zukunft wird es beweisen. Ich kann niemals sagen, wann es passiert, aber es geht in diese Richtung. Deswegen, bei sowas würde ich nur Big Data nutzen. Ne? Die wissen, dass du krank wirst, bevor du krank wirst. Das ist ja Big Data. Wenn 100 Leute in deiner Umgebung wohnen, 60 sind davon schon krank mit Grippe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du auch bald Grippe hast. Das ist ja, das simple Big Data-Prinzip. Nee, das ist das, was du gerade ansprichst, ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und Statistik mit Big Data hat es nichts zu tun. Ja, aber wenn ich mehr Informationen zu einem Land habe, in eine Richtung, die alle in eine Richtung deuten, die Richtung heißt halt erstmal, es wird Ruhe, es wird Frieden, dann kann ich damit mehr rausdeuten, als wenn ich versuche, aus Mainstream-Meldungen. Na, lass uns das einmal durchgehen, Dimi. Falko, lass mal kurz Dimi und Luca und du kannst dann auch deine Prediction abgeben. Dimi, was gab's? Gehen wir mal davon aus, dass wir alle nicht wissen, was passiert. Ja? Ich weiß auch nicht, vielleicht gehe ich morgen über die Straße und werde vom Flugzeug erschlagen, dass irgendwelche Aliens abgeschossen haben oder whatever. Ja? Keine Ahnung, was morgen passiert. Mhm. Aber was denkst du, was ist so deine Prediction? Also meine Prediction ist immer noch, dass irgendeine Naturkatastrophe passiert oder irgendwas, was die Menschheit nicht in der Hand hat, dass da irgendwas demnächst passieren wird. Das ist meine Prediction. Glaubst du, dass diese Schachspiele der Eliten, wie soll ich es ausdrücken, dass die das quasi wissen und dass diese Schachmoves und so weiter auch auf das zugehen oder damit irgendwie in Verbindung stehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich sie überhaupt fragen soll, ehrlich gesagt. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass die Regierungen wissen, dass irgendwas passieren wird, aber alles unternehmen, um uns nicht nervös zu machen, aber richtig, auch um das Ganze zu verhindern. Richtig. Mhm. Okay, Luca? What's your prediction, baby? Aber wer hat's erfunden? Luca, jetzt sag einmal. Wer hat's erfunden? Ja, wer hat's erfunden? Schweizer. Na, schwer. Also ich sag's mal so, das, was schon Chris ein bisschen angedeutet hat mit diesen, ich nenn's mal, ja, diesen, nichts weiteres als Schauspieler werden einfach ausgetauscht, ne, wie eine Fußballmannschaft, die immer wieder neue Spieler kaufen, jetzt so grob gesagt, also sie werden ausgetauscht, so wie auch Machtstrukturen sich verschieben, sehe ich da auch in Richtung Nahen Osten-Bereich, China, diese asiatischen Zirkel da unten. Und das Spiel fängt wieder von vorne an, wie bei allen Sachen auch. Also ich glaube, es wandelt sich einfach, mir ist es nicht gewissen Teilen bewusst, gewissen Teilen auch unbewusst. Das gab es schon immer, auch schon früher, dass eine Macht fällt und eine neue Macht aufersteht. Und ich glaube, das ist einfach ein allgemeiner Zyklus, der immer vonstatten geht. Wenn man da natürlich gerne ein bisschen mit einpfuschen möchte, mit eben, wie es jetzt auch Falko sagt, dass eben andere Gruppierungen oder eben die Weißen gegen die Schwarzen, das gab schon auch schon immer, dass es eine Art Putsch gab oder jemand wollte, dass diese Partei nicht mehr auf der obersten Machtebene steht. Das wird meiner Meinung nach jetzt auch passiert, auch in Amerika. Und ich sehe eher, dass Europa, wenn sich das so weiterentwickelt, momentan auseinandersplittet, ausfällt, also nicht wie die
Sowjetunion, dass die auseinanderfällt, weil diese Strukturen, die man eigentlich dachte, mit einem vereinigtes europäisches Staat, so was auch Maas immer noch von Deutschland den Außenminister ein bisschen predicted, sehe ich gar nicht momentan, weil die europäische Armee, die eigentlich gedacht hat aufzubauen, haben die Österreicher ein No-Go gegeben, also die haben das abgelehnt. Die einigen, die jetzt noch dafür sprechen, sind die Deutschen und die Franzosen und ein bisschen noch die Spanier, aber das blättert sich momentan auch auf. Das heißt, Europa wird gesplittet, wenn sich das nicht auf eine andere radikale Weise ändert. Gehen wir davon aus, dass in Deutschland eine neue Regierung an der Macht ist, sie sich den Österreichern und den Serben, den Polen, den Italienern anschließt. Und wenn der Italiener jetzt noch ein bisschen gegen Macron schießt, sind die Franzosen auch bereit mit den Italienern. Man muss ja bloß erstmal die hier dieses wahnsinnige Europa wollten, wo alles so strukturiert ist, wo die das in Brüssel wollten. Das muss ja erstmal in Europa intern zerstört werden. Ja, das sehen wir. Das ist schwer zu sagen. Das ist so viel verschiedene. Also wo ich dir recht gebe, ist, dass es immer solche Machtblocks gab. Wir müssen aber bedenken, dass die letzten 250 Jahre eine gewisse Gruppe versucht hat, unter Zwang in eine Form Schach zu spielen, alle Länder gegeneinander auszuspielen, am Ende for a better tomorrow. Das ist ihr Hauptsatz. Die haben Atombomben auf Japan fallen lassen for a better tomorrow. Die haben einen Russell Trust mit Opium die genannten chinesischen Länder geflutet for a better tomorrow. Die haben Dresden niedergebrannt for a better tomorrow. Die haben 35 Millionen Russen umgebracht for a better tomorrow. Die haben wer weiß wie viele Juden vergast for a better tomorrow. Diese Gruppe ist jetzt erstmal abgelöst. Und das sehe ich als unglaublicher Fortschritt. Weil alle anderen haben bisher unter dieser Gruppe gelitten. Die Frage ist halt nur, wer danach. Glaube ich Ihnen gesagt nicht, auch wenn ich es am meisten hoffe. Aber dieses Pol, dass eine Seite nachher nicht diese Richtung gehen wird, wird es nicht geben. Das ist ein Struktur von unseren eigenen Gedanken, dass wir glauben, dass wir jetzt das Zepter sozusagen von einer anderen Strukturgruppierung, die jetzt an der Macht ist, die einfach auch an der Macht kommt, weil ne, die werden ja nicht einfach so, jetzt möchte ich mal dagegen lenken, jetzt lassen wir den Trump einfach mal aufs Podest steigen und schauen, was er macht. Also die andere Seite weiß genau, wo. Das war Krieg. Also die Seite um Bush, Clinton und Obama, diese Gruppe, die wollten ja auch genauso wie diese europäischen Eliten, die wollten ja den Krieg in Asien. Die wollten ja diese anderen Eliten umbringen. Warte, ich mache noch das komplette fertig, danach können wir weiter drüber sprechen. Warte schon. Ich denke so, das spielen wir nachher das weiter durch. Also eben wie gesagt, entweder Europa wird zersplittet, dass ich jetzt den Faden nicht verliere, oder wird auf irgendeine Weise, wie du auch schon ein bisschen gesagt hast, eben in einem neuen Eck, ein neues Bündnis, was schon Tal mit Polen ein bisschen so predicted. Mhm. Dann kommt das Spiel Amerika und das wird spannend, weil wenn Trump es nicht schafft, weil darum auch die schlechten Medien, dass der Trump bei allem schuld sein möge, wenn jetzt zum Beispiel die Fed sich komplett stürzt und es gibt einen riesen Crash, dann kann man sagen, der Trump war es, weil er natürlich alle Sachen nicht für die Globalisierung gemacht hat. Lass ihn nochmal fertig reden. Du kannst ja dann danach auf alles eingehen. Und ja, genau. Warte mal. Und dann, das ist die Frage, ist jetzt mit Trump passieren möge oder mit seiner Gruppierung jetzt nochmal oder mit seinen Buddies. Weil du auch gesagt hast, Falco und auch die anderen, dass der Petrodollar eigentlich sozusagen am Ende ist. Mhm. Und entweder wird es diese Wendung geben, was ich aber nicht glaube, weil es einfach zu viel Impact hat auf die allgemeine globale Ebene, dass es ein großes Chaos und darum mal diese ganze FEMAS so einen wirklichen Kriegsgerecht, was du auch sagst indirekt, dass du dachtest, nach der Deep State sozusagen auch gefasst werden könnte, aber ich glaube nicht, dass es so einfach gehen wird, wie wir uns das vorstellen können, weil einfach da zu viel Strukturen dahinter herrscht, dass Amerika wie das frühere Rom zu Fall geht. Falls das nicht so wäre, würde China, was ich aber auch predikte, und viele glauben auch nicht, weil China mit Amerika irgendwie teilweise auch zusammenarbeitet, aber teils auch nicht. Und da sprechen wir von einer viel höheren Ebene, wird es einen Krieg zwischen China und USA geben.
weil China möchte den Next Big Players, an das werden die Amerikaner, wer auch immer da alles dahinter steckt, nicht annehmen. Und das ist das Problem, was ich sehe in den nächsten Jahren, dass es, wenn nicht, was die mir auch schon angesprochen, irgendwie, weil das habe ich auch ein Gefühl, dass irgendwie eine Naturkatastrophe in den nächsten Jahren und so viele Vulkane, wie es momentan auch Erdbeben gab, und so etwas in das Spiel reinwerfen kann, dass die Karten komplett neu gemischt werden. Ansonsten sehe ich Krieg, weil diese ganze Aufrüstung, kann man sagen, wie man will, ob das jetzt für das Gute ist oder nicht, ich sehe es weder noch, ich lasse es auf mich auch zukommen. Also es ist eine Balance, es ist so eine Waage, es ist immer da die Balance. Aber ein Player möchte einen anderen Player aufs Bein pinkeln, egal ob der mit dem Geschäfte macht oder nicht. Ich sehe das nicht so leider. Deswegen haben sie ja gesagt, let's bankrupt this bastard. Hey, fuck it, wenn Trump nächste Woche mit Putin die Hände schüttelt und sagt, so, jetzt gibt es für jeden Grundeinkommen und Friede, Freude, Eikum, wieso auch nicht, wäre ja geil. Es ist halt immer so ein Zyklus, aber... Dann gehen wir treffen mit uns alle und saufen Bier zusammen. Also. Ja, man muss ja bedenken, der Rothschild Trust ist am 24.10.2018 auf den Markt gekommen. In diesem Rothschild Trust befinden sich so viele Staatsanleihen, so viele Konzernbeteiligungen, aber auch so viele Patente aus dem Tesla-Bereich. Das muss jedem bewusst sein. Das kommt ja auch noch als nächstes dazu. Dieser Rothschild. Der hat ja wirklich versucht, diese Grundvoraussetzung zu schaffen, dass es, also wir sagen es so, du musst erst Amerika retten, weil es war vorgesehen, dass Amerika untergeht, dass die UN dann in Amerika eingreift und dann dieses One World Bullshit kommt. Deswegen musstest du erst Amerika retten. Wenn du Amerika gerettet hast, kannst du dann den Rest der Welt. Weil Amerika erstmal diese ausführende Gangsterkraft war. Also musstest du dort erstmal mit Trump agieren, bevor jetzt dieses ganze Aufbauprinzip. Wichtig dabei ist zu verstehen, ich weiß nicht, sieht man gerade meinen Bildschirm? Moment. Tom? Jetzt. Das ist das Auto von Herrn Arschduk Ferdinand, Franz Ferdinand. Der hatte vor dem Weltkrieg schon das Kennzeichen dran, wann der Krieg genau endet. Am 11.11.1918. Aber das ist ja nicht. Das ist ab das Kennzeichen dort. Das ist nicht mehr ganz, aber 11.11.18 stand dran, original. Also du siehst das bloß als 3, weil es in römisch 3 aussieht, aber es ist aber eine 1 und eine 8. Okay. Also im Endeffekt dann 11.11.1918 ist. Alle die letzten Kriege waren alle über ihr Schachbrett gespielt. Und am Ende sah es vor, dass der Russe und der Chinese verliert, dass Europa, Amerika und Australien eine andere Farbe kriegt und dann alle in dieses One-World-Diktator einfließen. So, mit Liberty, 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 Freiheit, 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 so viel Freiheit, bis alle davon kotzen und sich freiwillig die Freiheit wegnehmen lassen. Das war der ganze Trick dabei. Und immer jeden Tag sagen, Globalisierung, Globalisierung, Future Charts, Global Charts, Interstars, aber niemals nationale Charts. Die wurde auf so einer Ebene manipuliert, dass alles hätten akzeptiert. Weil die Gegenwehr war ja psychologische Kriegsführung. Die haben immer gesagt, du hast eh keine Chance. Und es hat dann funktioniert. Am Ende waren alle mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Leben, am Ende des Kapitalismus. Wenn du 2,5 Jobs hast, hast du keine Zeit, dir über sowas einen Kopf zu machen. Die interessiert waren, wurden durch Controlled Opposition zerstreut und zerstört oder irgendwelche Leute, die dann Zwist und Streit machen, reingebracht, sodass jede Demo und jedes, was wollte, von innen zerstört wurde. Plus, dass die Politik den Rest gemacht hat. Aber das haben wir ja alles bearbeitet und meiner Meinung nach abgelöst. Wir haben die ganze Controlled Opposition in Deutschland. Meiner Meinung nach, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe sie alle rauskristallisiert. Na, gib du dein Statement einmal ab. Was passieren wird, so wie wir es jetzt alle gemacht haben? Was ist so dein Statement sozusagen? Ich gehe davon aus, dass alle Staatsschulden, weil sie aufgrund eines illegalen Systems entstanden sind, gestrichen werden. Man munkelt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%, dass auch alle Privatschulden, die in diesem illegalen System entstanden sind, auch gestrichen werden. Weil es wird ein kompletter Reset. Es kann eh niemand zurückzahlen. Punkt 2, ich gehe davon aus, alles mit Aufrüstung ist zur Täuschung, damit die Leute denken, es ist noch alles cool. Ich gehe davon aus, Trump wird den ganzen Tesla-Scheiß veröffentlichen. Die haben ja jetzt schon eine Space Force, brauchen eine Space-Tankstelle. Und eine Space Academy hat er auch schon gegründet.
Die werden das ganze Tesla-Zeug veröffentlichen, die werden die Meere sauber machen, die werden Afrika aufbauen, die werden Syrien, den ganzen Middle East aufbauen. Die werden alle Leute bilden und ihnen zeigen, wer die wahren Gangster waren und werden halt dieses Earth-2-Project, also hier willkommen im zweiten Versuch, weil die, die die letzten 300 Jahre Scheiße gebaut haben, haben in den letzten 15 Jahren irgendwann mal ein Telefon in die Hand genommen und die stehen jetzt auf Trumps Liste. Ob das jetzt zu 100% so eintrifft, ich gehe mal davon aus, 50-70%, passt schon, 80%. Weil niemand kann mehr aktuell agieren. Das siehst du daran, wenn der Ukrainer 3 Panzer schickt im Kampf gegen Russland. Was willst du mit 3 Panzern erreichen? Das ist doch lächerlich. Er kann nichts anderes mehr. Der Deep State hat nirgendwo mehr Möglichkeiten, irgendwie zu agieren, weil überall der Sumpf ausgetrocknet ist. Und dann gehst du an die Fed ran. Wenn das Federal Reserve Bank System, scheiß erstmal, egal was als nächstes kommt, aber wenn das kaputt ist, wenn die Panzer zu Hause sind, wenn die Bildung der Leute mit diesem Awakening durchgeführt wurde, dass sie die Macht selber in der Hand haben und selber entscheiden können, plus diese Tesla-Technik, die jetzt offenbart wird, und, dann sehe ich eine blühende Zukunft für die Menschheit, wenn sie aber sich dann nicht einfach zurücklehnt und denkt, jetzt wird es schon von alleine klappen. Es gibt noch genug zu tun. Es gibt mehr als genug zu tun. Ja. Verschlucke ich mich gleich. Beispielsweise, man könnte eine 4-Tage Arbeitswoche einführen. A 20 Stunden, länger darf keiner, unter der Prämisse 6 Millionen Arbeitslose, 6 Millionen mit Burnout. Ist einfach nur schlecht verteilt. Zwingst die Konzerne einfach Steuern zu zahlen und schon kann jeder statt einer 40-Stunden-Woche eine 20-Stunden-Woche bei dem gleichen Gehalt machen. Den Rest zahlt der Konzern. Ansonsten, da ist die Tür. Solche Dinge sind aber jetzt erstmal möglich, Volksentscheide durchzuführen oder. Weil jetzt die Voraussetzungen dafür geschafft wurden. Ob wir das jetzt nutzen, ist die zweite Frage. Ich gehe mal davon aus, ja. Gut ist. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt einmal so im Raum stehen, lassen das ein bisschen wirken. Ich glaube, wir haben gesehen, dass... Auf jeden Fall, weil ich muss hier mal aufstehen. Na, Falko, wir werden es langsam zum Ende bringen. Wir sind jetzt da schon seit drei Stunden online. Ja, summa summarum, man hat gemerkt, viele unterschiedliche Ansichten. Man kann drüber streiten, man kann drüber diskutieren. Was im Endeffekt in der Zukunft dabei rauskommt, weiß niemand. Achso, wenn ich darf, kann ich dann ein paar Quellen nennen, damit die Leute sich dann auch selber überzeugen können. Und das wäre vielleicht sinnvoll, dass sie das vielleicht auch selber... ich weiß nicht, ob man gerade mein Internet sieht. Dein Internet sieht man. Also mein Bildschirm. Go. Ich habe hier eine Quelle, die heißt Jay Dyer. Ihr habt ja, ob nur Globalistenbücher oder philosophische Erklärungen, alles könnt ihr euch angucken. Das ist für Geschichte. Tagesaktuelles X22-Report. Ich empfehle euch, spult meinetwegen 5 Monate zurück, hört euch an, was sie gesagt haben und guckt, was dann passiert ist. So könnt ihr abschätzen, ob die Quelle gut ist oder schlecht. Meiner Meinung nach machen die Top-Arbeit. Und für alles, was historisch ist, empfehle ich TH Kelly 67. Das ist Tim Kelly. Er hat zu allen Themen, die ihr euch vorstellen könnt, eine Buchvorstellung, die ungefähr 2 Stunden geht. Wenn ihr euch alle Buchvorstellungen reingezogen habt, habt ihr ein unglaubliches Background-Wissen. Wie zum Beispiel Viktor Rothschild, Soviet Spy und wie die Wall Street die russische Revolution finanziert hat und. Oder warum Satan der erste Liberale war. Wie man mit Liberty uns in die Sklaverei bringt, weil New World Order bei Open Border, das ist ja das, was die Linken nie verstehen, ne? Du machst Open Border und zwingst den Staat zu Polizeidienst Order. Ne? Die New World Order ist die Open Border. Wenn das die Linken nie verstehen, dann sind sie Teil der New World Order. Das ist dann dieser PISA-Effekt. Aber ich kann es euch nur empfehlen, zieht euch das alles rein, Tim Kelly, X22 und Jay Dyer. Das ist zwar alles auf Englisch, aber es gibt ja die Übersetzungsfunktion. Plus alles, was ich auf meiner Seite gepostet habe. Bin aktuell jetzt nur auf der Seite, weil die andere wurde gestern aus Versehen gesperrt. Zum 49. Mal 30 Tage. Ja, deswegen habe ich aber so viele Accounts, aber dass ihr ungefähr euch das Bildmaterial so holen könnt. Einfach auf Bilder gehen, dort findet ihr dann alles. Entweder auf dem Kanal oder wenn ihr Falko Stölzer eingibt. Moment. Findet ihr auch Stölzer. So. Findet ihr insgesamt den Account, der hier. Das ist der Hauptaccount, der ist bloß gerade gesperrt. Hier findet ihr alle Bilder zu allem, was ich gesagt habe. Der eher selten und den nur wenn ich Fahrrad fahre. Mhm. Das ist ungefähr auch dann mal, weil es ist schwierig, das, was ich erzähle, ohne die Bilder dazu. Und ich kann aber auch schlecht 6 GB Bilder hochladen.
außer auf meinem Facebook-Account, dort habe ich es schon hochgeladen. Deswegen, wem es interessiert, der kann sich dort gern durchscrollen. Alles, was ich erzählt habe, habe ich auch jemals irgendwann mal dort gepostet. Viel Spaß, holt euch lieber gleich drei Mäuse, weil ihr werdet durch scrollen und scrollen und scrollen. Irgendwann stirbt die Maus. Nur so, damit ihr schon mal ungefähr wisst. Also ich habe mir mittlerweile eine Datenbank aufgebaut, die 6 GB zu jedem Thema, was ich gegoogelt habe, habe ich dann die Bilder dazu und alles drum und dran. Und dann hat man irgendwann dieses Gesamtbild. Stellt euch vor, ihr würdet durch ein Schlüsselloch gucken und ihr seht alle Filmsets, ihr seht ungefähr einen Teil des Drehbuchs, ihr seht einen Teil der Leute, die im Film mitspielen. Ihr kennt ungefähr das Ende vom Film, aber nicht den kompletten Film. Das ist der Zustand, den ich gerade aktuell habe. Und ich kann aber abschätzen, in welche Richtung es ungefähr geht, anhand der Dinge, die passieren. Ob es am Ende so wird, werden wir sehen. Aber bisher lag ich meistens ziemlich nah dran. Aus. Wann genau es passiert, kann ich nicht sagen, aber dass es in die Richtung geht. Und ich kann immer nur wieder aufrufen. Danach ist es noch nie vorbei, danach müssen wir trotzdem noch weiter. Es liegt aber danach erstmal in unserer Hand. Das ist wichtig. Ist ein guter Schlusswort. So, ich bin da. Für heute, ja. Achso, ich muss noch für alle, die es vielleicht nicht kennen, meine MK Ultra Bier. Moment, so viel Zeit muss sein. So, jetzt kommen wir raus. Gut ist, meine Lieben. Falko, danke für deine Zeit. Ich sage herzlichen Dank für die ganzen Zuschauer, für die ganzen Kommentare. Ich finde es super, dass das so viel Interesse gibt von den Leuten, wie es halt weitergeht. Und meine Message an alle ist, ganz gleich, welche Meinung jemand vertritt oder nicht. Geht's nicht direkt in die Warte ganz kurz, Falko. Das Wichtige ist, wir haben ja Hoffnung. Als alle keine Hoffnung mehr gesehen haben, weil ihr Auge nicht geschult war. Kennst du das Beispiel mit dem roten Auto? Ich habe keine Hoffnung. Hoffen ist was für Bettler. Es ist ein Urvertrauen. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen Hoffen oder ein Vertrauen. Und ich hoffe auf nichts, weil Hoffen ist passiv. Ich sitze da und hoffe, dass etwas besser wird. Besser wird es nur, wenn man aktiv was ändert. Und es wird nicht besser, das soll so mein Schlusssatz für heute sein, es wird nicht besser, wenn man darauf vertraut, dass es besser wird, weil man muss aktiv in seinem Umfeld was tun. Du kannst nur im Hier und Jetzt in deinem Umfeld Akzente setzen, die Veränderung kommt durch einen selbst und es wird nicht besser, egal ob es ein Trump ist oder irgendein Erlöser, der falsche Messias, der richtige Messias, im Endeffekt muss jeder, es tut mir leid, es muss jeder selbst den Arsch heben und muss jeder selbst sein Leben auf die Reihe kriegen. Ich bin zuversichtlich, dass das passieren wird, weil ich sehe, dass mehr und mehr Menschen ja das einfach checken und dass sie sehen, dass sie selbst die Veränderung sind. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine ruhige, schöne Woche. Relaxed, holt tief Luft. Ich glaube, dass das Jahr 2019 eins der intensivsten Jahre wird. Ich nenne es immer, es wird hektisch. Wir werden euch auf jeden Fall up to date halten. Ihr werdet nächste Woche bei uns am Mittwoch 20 Uhr ebenfalls wieder Content finden. Wir sind auch wieder aktiv dabei, die weitere Videos in die Who Knows World, in den Premium-Bereich zu laden. Der Axel Gitzke hat ja sein neues Buch vorgestellt bei einem Vortrag in Wien. Das wird es auf unserer Who Knows World, whoknows.world Seite geben in den nächsten ein, zwei Tagen. Jeder, der uns unterstützt mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag, bekommt dann einen Zugangslink gesendet, wie ihr dann dort einsteigen könnt. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit, haltet die Ohren steif und wünsche euch eine schöne gute Nacht und vielen, vielen Dank an den Sebi, der uns gestern in der Nacht noch geholfen hat, diese ganzen Soundeinstellungen da endlich einmal zu fixen und wir haben wieder viele neue, interessante Potenziale dazu bekommen und dafür sage ich danke an euch alle. Dimi, Luca, Chris, Falko, ich wünsche euch einen schönen Abend, haut's rein, wir hören uns spätestens nächste Woche. Wünsche euch was. Danke euch. Ja. Gute Nacht. Lass gut. Ciao. Tschüss. Good night. Wake up inside. And free your mind. Inspired about the me and the you. Truth. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Who knows?